Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ich musste Alexander mal wieder einschalten, damit ihr auch Alexander hört und ich hoffe, euch fällt sofort auf, wie gestochen scharf Alexander ist. Er war vorher noch 20 Minuten in der Maske und wurde getupft und gepudert und heute Abend in 4K nur für euch. Nur für euch und ich sehe besonders rattig aus, wenn ich das bemerken darf. Oh, uh, ja, 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 ja. So scharf wie ich hier aussehe. Ja, wenn, wenn die Dame auf dem Cover mich sehen könnte, würde ihr Dekolleté platzen. Du meinst hier die Gr in grün, die Dame hier hinten? Nein, nein, die vorne. Ach Nicht so. Die, die, Ach die, 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 die. Nee, nee, nee. Schon, schon die richtige Dame. <laughs> so. Hast du Madral. Saufi, Olsen. Wer ist das? Das ist auch wieder Snofru, der ist immer noch in so einem komischen Blau. Den kann ich immer so schlecht. Der, der ist in dunkelblau auf. Etwas hellerer Grau im Hintergrund, den kann ich irgendwie ganz schlecht sehen. Moonwalker Dennis Flip. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, einen schönen Abend und ich hoffe, ihr habt Lust auf eine etwas ältere Ausgabe der Powerplay, nämlich die 889. Ei, hey, da gab es noch First Day Releases für den 64er 89. Da gab es ganz schön viel und vor allen Dingen die Messeberichte sind auch ganz schön. Ausfü ich ich, ich habe eben nur durchgeblättert und mir der Messebericht mhm. insgesamt von der Struktur und so besser gefallen wie die äh, in den späteren Ausgaben. Aber vielleicht gab es okay. auch einfach noch nicht so viel, dass man sich mehr Zeit nehmen konnte, über jeden Titel zu besprechen. Das finden wir gleich raus. Mehr dir auch einen schönen Start in die Woche. Und ich hoffe, ihr hattet alle zusammen ein schönes Wochenende. Snoopsman, hallo, guten Abend. Mein Wochenende war ganz schön beschissen. Oh. Vielleicht fange ich damit an. Es mhm. hat damit angefangen, dass ich Samstag und Sonntag die ganze Zeit so Kopfschmerzen hatte von diesem komischen Wetterwechsel, der sich schon angebahnt hatte. Deswegen gab es Samstag auch keinen Stream. Sonntag bin ich nur so dahin vegetiert. Also da war wirklich, da haben auch die Kopfschmerztabletten erst die dritte oder so. Die dritte am oh. Nachmittag hat erst irgendwie ein bisschen was geholfen, wo es dann einigermaßen mhm. wieder ging den Rest des Tages. Also vorher war ich... War mit mir nicht wirklich viel anzufangen. Aber als ich dann Sonntag wieder ein bisschen fitter war, dachte ich, ich hatte neues Rikea, Ikea, Ikea, egal, Ikea Regal gekauft und wollte das egal. Um, umräumen. Und das ging dann einigermaßen, dann dachte ich, mache ich mir hier schön Musik an und das war eine Scheiße, da habe ich mich so geärgert. Der linke Kanal meines äh, Machernsverstärkers ist oh. dabei direkt oh gestorben. Nein. Ich hörte schon so klack an, aus, an, aus, aus tot. Oh, jetzt kann ich mich hinsetzen und das Ganze, zumindest die, die linke Seite äh, recappen, vermute ich. Es könnte auch ein Relay sein, hm. aber also ich weiß, dass die Verkabelung nicht ist, weil wenn ich auf Mono schalte, höre ich ganz normal auf beiden Boxen das gleiche. Das heißt, es muss irgendwas mit der Stereo-Seite sein und mit der linken dann halt auch und wenn ich die Balance ganz auf links schiebe, dann kann ich leise Musik hören auf der linken Box. Also vermute ich nicht, dass es das Relais ist, weil dann wäre es ganz raus. Das heißt, mhm. es muss vermutlich irgendein Kondensator sein, der da hoch kaputt gegangen ist. Und ach, ich habe da so keine Lust zu. Riecht das oder kann man das nee. sehen? Wenn, ja, nee, ne? man, man könnte es eventuell sehen, wenn der ausgelaufen ist. Da ich aber mhm. vor fünf oder sechs Monaten... Irgendwann hatte ich den ja neu gemacht, hatte ich da schon mal reingeguckt, sauber gemacht, entstaubt und so weiter. Sind auch Bilder im Discord dazu. Und da konnte man nichts sehen. Also da waren alle Elkos okay. Das heißt, entweder habe ich ihn übersehen, was natürlich sein könnte, oder es war halt damals schon nicht offensichtlich, oder er ist halt einfach so sang und klanglos vor sich hin gestorben. Okay. Könnte auch sein, dass okay. er durch das Sterben jetzt anfängt, auszulaufen. Ach, ich habe da insgesamt gar keine Lust zu. Ich ärgere mich richtig darüber. Ich hatte mich mhm. so gefreut, dass das alles lief und alles passte. Aber ich mhm. meine, das gehört zu Retro-Sachen dazu. Das ist ja bei den Retro-PCs relativ ähnlich, ne? Also, da kann man nichts machen. Da hatte ich bisher Glück gehabt, aber ich habe ja auch nur zwei Rechnungen. Ich wollte gerade sagen, C64 und Amiga sind da ja sehr dankbar und auch super dokumentiert. Also wenn da irgendwas ist, es gibt Schaltpläne, Hilfeleitungen ja. zu allen Revisionen. Ja. Wenn du irgendeinen, weiß ich nicht, Goldstar-Board oder sowas hast, da ja, gibt es wahrscheinlich nicht mal eine Anleitung zu im Netz. Also da hast du halt mhm. dann komplett verloren. Da musst du dann halt ja. messen und ja. so. Das ist. Ja. Ich kann es... Aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ehrlich, da schneide ich besser Audiospuren. Da bin ich auch ein Stück weiter gekommen. Letzte Woche schon. Nein. Doch, doch, doch. Du hast wieder zehn Minuten. Zehn, genau, es sind nur noch 10 Minuten. Ich glaube, ich habe 20. Von Strike Commander, hört sich mhm. gut an. Also dann nähern wir uns auch dem Ende. Dann steigt natürlich noch mehr der Druck bei mir mit Neuromancer, ne? Wieso? Naja, weil ich den Termin am Samstag wieder abgesagt hatte und ich ja. hatte gehofft, dass ich vor dir rauskomme, aber das wird nicht passieren. Nein, nein, wir warten jetzt einfach noch zwei, drei Monate und dann kommen wir zum einjährigen Jubiläum, können wir es dann veröffentlichen. Richtig, da mache ich so ein Remind draus <laughs> mit Abschlussgespräch. <laughs> Sehr gut. Äh, hast du gesagt, ich bin mal eben raus, mein System macht immer Dekodierfehler, 3000 muss man neu starten, aber leider erst, wenn der Download in 40 Minuten fertig ist. Alles klar, hast du, ich pass soweit auf. Ulzen fragt: War die Powerplay zu der Zeit noch Beilage oder schon eigenes Magazin? Äh, hier oben steht ja Nein. noch Happy Computer dran. Also ich glaube, also von Happy Computer, nicht in Happy Computer. Ich glaube, da war sie schon eigen. Irgendwie ab 88, Anfang 88, meine ich, war sie schon ein eigenes Magazin. Ich gucke mal. Ich habe nämlich alle auf meinem Rechner. Oh, hab ich, soll ich kann man da was, was sehen. Vergessen? Nee. Tobi, das war auch. ein eigenes Heft. Es genau. war tatsächlich ein eigenes Heft, weil ich habe jetzt hier eine Happy Computer von 89 auf und da gibt's kein Spieleteil mehr. Ja, Tobi, ja. ich wünsche dir auch einen schönen Start in die Woche und einen schönen Abend. Ich hoffe, euer Wochenende war besser. Lies, lies mal über 889. Lies mal über 889. Hm. ja. Was soll ich über 8,98? Kann ich? Da kann ich dir gerade nicht folgen. Alexander, was steht diese Woche noch an von dir? Also, gestern habe ich Goonies veröffentlicht, ähm, wahrscheinlich die letzte Folge. Das nächste, was ich bringen werde, ist das Abschlussgespräch. Ich habe mir jetzt nochmal die Atari 8-Bit-Version angeschaut, die sehr nah an der 64er-Version dran ist. Und dann hatte ich mir überlegt, auch nochmal die Apple II oder die. ZX-Spektrum-Version vorzustellen, aber beides sind echt nicht der Bringer und es ist auch langsam langweilig geworden. Und deshalb habe ich ähm, gerade mit dir entschieden, dass es das war mit Gunis. Wir werden das Abschlussgespräch jetzt in Angriff nehmen. Da haben wir auch einen Gast. Es wird wieder der liebe André sein, Andira 2010, der auch dieses Spiel sehr gerne gespielt hat. Und da freuen wir uns dann über seine Fachexpertise. Wir haben noch keinen Termin, aber im Anschluss an... Der Sendung heute werde ich gleich mal beim André nachfragen, wann er denn Zeit und Lust hätte, damit wir das hier noch im Januar über die Bühne bekommen. Das ist zumindest der Plan. Und am Donnerstag kommt was ganz Feines. Und zwar habe ich die 64er-Version von SimCity gespielt. Ich hatte ja bisher die Amiga-Version gespielt, die 1.0, die Version, die damals so rausgekommen ist. Die 64er-Version, die hatte ich noch nie gespielt. Warum? Weil ich ja 89 ja schon den Amiga hatte. Das heißt, ich kenne die 64er-Version nur für, vom Hören sagen. Da freue ich mich schon drauf. War deshalb sehr, Da war ich wirklich gespannt. Und ähm, ja, da gibt es kleine Unterschiede, das muss man schon sagen. Sachen, die fehlen, Sachen, die zusätzlich dabei sind. Und es ist eine muntere Partie geworden. Ich muss da noch 20 Minuten schneiden, Selma. Aber das kriege ich ähm, heute Abend und morgen ganz gut hin. Und dann haben wir auf jeden Fall die 64er-Fassung. Ich werde sie nicht weiterspielen. Ähm, kann ich auch nicht mehr, weil es jetzt etwas passiert. Aber da müsst ihr euch die Sendung Donnerstag zu Ende anschauen. Dann wisst ihr, was ich meine. Und dann werde ich wahrscheinlich ähm, die SNS-Version mal probieren, weil ich möchte dann auf die DOS-Version umsteigen. Und die DOS-Version, vermute ich, ist die schönste Version. Und die werde ich dann wahrscheinlich länger spielen. Also da okay. werde ich alle Tipps und Tricks, die wir von euch, liebe Nutzer, bekommen haben, dann auch noch mal umsetzen, direkt von Anfang an. Und da werde ich garantiert so drei, vier Folgen mal spielen und gucken, dass Ach. meine Stadt wächst und gedeiht. Und dann werden wir uns selber mal in ein paar Folgen mal die Szenarien anschauen. Ob ich die wirklich spiele, weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber zumindest reinschnuppern und gucken. Ich habe noch nie die Szenarien gespielt. Ich habe mir die von 2000 Mal angeguckt. Mhm. Ich glaube, es war 2000. 2000 Mal angeguckt und die waren so. Mm, ja. ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendwie dieses San Francisco-Szenario nach dem großen Brand ja. oder sowas. War da genau. Das hat Beben, nicht, nach dem großen Beben, Oder ja. Beben, das hat nicht so, so viel Spaß ja. gemacht. Be Beben und Brand, ne? Erst Beben und dann ist alles abgefackelt, weil die Gasleitungen hochgegangen sind. Richtig. So, Moonwalker sagt, da steht nur in Verbindung mit Happy Computer. Ah, wo steht das? Ah, hier, Zeitmark. stimmt, da. Ja, Sonderteil nur in Verbindung mit Happy Computer, 889. Okay, ja, dann okay. war es wahrscheinlich wirklich noch eine Beilage. Äh, kurz danach habe ich angefangen, Powerplay zu lesen. Ich erst mh, zwei Jahre später, glaube ich. Die CD-TV-Version von SimCity mh. soll ganz toll sein, sagt Tobi. Da werden wir auch mal reinschauen. Und worauf ich auch wirklich gespannt bin, sind diese Architecture-Ergänzungen, mhm. wo man in der Antike oder so mal was baut. Das werde ich auf jeden Fall auch ähm, vorstellen. Die, die habe ich noch nicht, da muss ich noch mal gucken. Aber ähm, das werde ich versuchen zum Laufen zu bringen. Da bin ich auch gespannt drauf. Die habe ich auch nie ausprobiert. Von mir gibt es diese Woche das Ultima Underworld, was ich letzte Woche nicht geschafft habe. Das ist auch noch mal eine 40 Minuten Folge oder 50, das sind mhm. ganz schön lange Folgen geworden, 40 oder 50 mhm. Minuten Folge geworden. Ich vermute, ich habe schon das erste Nebenquest gelöst, aber es gibt hier kein Pling und kein Ausrufezeichen und nichts, dass man es wirklich gelöst also hat. Also so aus Versehen, ich. ja? Ja, ja, so aus Versehen. <laughs> und äh, habe versucht ein bisschen zu zaubern, festgestellt, dass ich mhm. nur zwei Mana Punkte habe und deswegen ist das mit dem Zaubern ein bisschen flach geworden. Hast du denn Licht machen können? Nein. Man kann okay, keinen Zauber mit, mit zwei Mana-Punkten machen, nee. Ah, schade. Ich dachte, so, so ein Basic, ja. So. Ja, hab ich auch versucht. <laughs> nee, ja. geht nicht, geht nicht. Okay. Aber die Runen hätte ich schon dafür gehabt. Und am mhm. Freitag gibt es dann Simon the Sorcerer. Oh. Den nächsten Teil und die Woche darauf dann auch, dann passt es wieder. Dann bin ich mal gespannt, ob du Rapunzel küsst. Die hieß nicht Rapunzel. Ich überlege die ganze Zeit, wie hieß sie. denn? Die hatte doch so einen anderen Namen, so einen lustigen Namen. Ich dachte, hieß Rapunzel wäre lustig. Nein, die hieß anders. Die hieß nicht Rapunzel, die hieß anders. Aber so ähnlich so, hieß die. Ja, das war so ein Verhohnepiebeln von Rapunzel. Ja. Ich ja. weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr gespannt sein. Und am Freitag gibt es wieder einen Spieleabend. Mit was genau weiß ich noch nicht, aber vermutlich XCOM. Mal hm. gucken. Okay. Damit hätten wir das Programm festgelegt für diese Woche, Alexander. Jawohl. Ich habe nichts gekauft. Ich habe ein Buch gelesen und eigentlich nur eine Serie geschaut, aber ich habe noch einen Film mit reingenommen. Weil ich den zwei Wochen, glaube ich, gesehen habe und letzte Woche vergessen habe mit äh, zu erwähnen. Wollen wir mal damit starten? Wollen wir mit dem Wollen wir ins Vorgeplänkel gehen? Jawohl, rein. Warte, mit dann Anlauf. Mach ich, dann mache ich kurz hier den Zack, das Vorgeplänkel an. So. Was hast du denn gelesen, Alexander? Möchtest du anfangen mit uns von einem Buch zu erzählen, was du beendet hast? Nein, das, was ich beendet habe, habe ich ja schon gelesen. Hab okay. Ich ja also Woche. das Buch Rat der Zeit. <laughs> okay. Ich wollte die Genugtuung nicht geben. Welche Genugtuung? Dass du jetzt sagst, Alexander liest seit Monaten Rat der Zeit, zweiter Band. Ja. <laughs> die Genugtuung wollte ich ja nicht geben. Also Rat der Zeit, zweiter Band, mittendrin. Emma, du bist dran. Ja, das Buch, was ich gelesen habe, ähm, ich habe schon zwei Teile davon gelesen, die aber glaube ich zusammenhören. Daraus, deswegen zeige ich euch das mhm. erst in der nächsten oder in der übernächsten Woche, weiß ich nicht. Das ist eine Reihe von 17 Büchern und ich glaube, die drei gehören immer zusammen, weil die immer 1.1, 1.2 und 1.3 benannt sind, glaube ich. Okay. Also, deswegen sprechen wir, zeige ich euch das das nächste Mal, aber ich kann schon sagen, dass ich auf der Suche war, nach Büchern, die so ein bisschen mehr Sci-Fi sind, aber so ein bisschen mehr so in Richtung Star Trek. Weißt du, was ich meine? Mehr so mhm. positiv. Ich habe den Namen dafür vergessen. Es gilt, das ist ein Subgenre, was irgendwie so wie Star Trek mehr so ins Positive ist. Die Menschheit hat sich ins Positive entwickelt. Und dieses Buch ist gerade so auf dem Scheitelpunkt, wenn man bei Star Trek sagen würde, nein, nicht kommunistisch nutzt nichts. Wenn man ist gerade so auf dem Scheitelpunkt bei Star Trek in, in dieser ganzen Cochrane-Geschichte. So, der Dritte Weltkrieg ist vorbei und so weiter. Finde ich ziemlich spannend, ist ziemlich spannend gemacht und ich glaube, der Autor hat sich auch viel bei Star Trek Voyager abgeschaut. Okay. Ich finde es ganz interessant. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen, als wäre es Next Generation oder Voyager, so in dieser Zeitperiode. Und. Die ganzen Offiziere sterben durch einen Unfall auf dem Schiff und das Schiff wird sozusagen in den Beta Quadranten, jetzt habe ich schon wieder sozusagen, in den Beta-Quadranten geschleudert und sehr muss sich so, da durchschlagen. Finde ich ziemlich spannend. Ist ganz ja. nett geschrieben, vor allen Dingen der Protagonist ist, oder die Protagonisten sind auch keine so, ich will es nicht sagen, Arschlöcher, aber schon sehr unsympathisch. Okay. Und das hatte ich ja in den letzten zumindest im letzten Buch das Problem, das habe ich hier nicht das Problem. Dafür ist es für ich sag mal Military Sci-Fi zu wenig Military, das stört mich jetzt aber überhaupt hm. nicht. Crazyborg, hallo, dir auch einen schönen guten Abend. So. Ähm, ah, ich sehe gerade, das funktioniert ja hervorragend nicht. Mein Bot Command geht nicht. Hm. Und sympathisch, da komme da, da komm ich. Ja, genau richtig. Ist das so? Also ich finde dich sehr sympathisch. Ansonsten... Habe ich nur Musik gehört. Also ich habe auch kein wirkliches Audiobuch oder so gehört, weil im Moment mhm. ähm, Musik oder halt gar nichts, weil im Moment ist ja auch sehr windig und so weiter und da höre ich lieber. Mhm. Und gerade bei Schnee und Eis, ob es in den Bäumen kracht und knackt oder ob man da in Deckung gehen muss. Das hat mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet, äh, deutlich hinzuhören und vielleicht stehen zu bleiben an der Stelle, wo man nicht weitergehen sollte, bevor da ein Baum runterkommt. Mhm. Also das ist schon ganz praktisch. Wurscht dir auch einen schönen guten Abend und einen schönen Start in. Die Woche. So, Alexander, hast du denn was gesehen? Nee, gar nichts. Auch nichts. Da kann ich, auch nichts. Nee, keine Zeit gehabt. Mir ging es auch nicht ganz so gut am Wochenende. Und ja, das war, war schon ganz okay. Wir müssen noch die letzte Folge zu Witcher schauen, dann haben wir das auch durch, aber das haben wir noch nicht in Angriff genommen. Das werde ich die Tage jetzt nochmal nachholen. Crazybox sagt, ich spreche fließend sarkastisch, zynisch und chaotisch. Ich glaube, da kann ich auch ein paar Sprachen von. Wobei, ich muss gestehen, ich habe doch zu ähm, so zwei, drei Folgen die Big Bang Serie, zweite Staffel, okay. wieder geschaut. Also ja. ich habe angefangen, die wieder zu schauen. Die sind so schön handlich und so lustig und ich finde die Protagonisten so cool. Amy ist noch nicht da. Also, zweite Staffel ist ganz cool. Ja. Ist halt Wird mal doch was. Gut. Ich, ich habe auch neulich drüber, ich glaube, wir hatten vor einem Jahr oder so schon mal drüber gesprochen, mhm. drüber geschaut, irgendwie die ganzen Serien und die Filme, die immer so dazukommen bei mhm. Netflix, Amazon und so weiter, viele davon sind einfach so dunkel und düster und negativ mhm. und ich weiß gar nicht, das, manchmal gibt es ja so Zeitepisoden, die auch die Stimmung der Gesellschaft dann natürlich mhm. auffangen und die... Die Gesellschaftsstimmung ist sehr düster im Moment. Von daher finde ich es jetzt ganz passend vielleicht mal was Positiveres wieder. Und Big Bang mhm. ist natürlich sehr leicht und das kann man ja. gut verarbeiten. Das kann ich gut verstehen. So ist es. Das ist ganz gut. Das ist so zum Abschalten und mal zwei, dreimal herzhaft lachen in 20 Minuten und dann geht's weiter. Richtig. Ich habe eine Serie geschaut, die, beziehungsweise mhm. die zweite Staffel. Die zweite Staffel von Reacher habe ich geschaut. Und ah, okay. wo die erste Staffel... Hat mir sehr gut gefallen, weil das, was viele kritisieren an Reacher, dass er halt stumpf ist und so weiter, nicht mehr die Genialität aus den Büchern und so hat, finde ich erfrischend. Das macht es einfacher. Die zweite Staffel fand ich ziemlich langatmig und auch eher langweilig. Und wo im ersten Teil mit... Gewalt sehr punktuell agiert wurde. Hatte ich zumindest das Gefühl, ist die irgendwie merkwürdig verteilt im, in der zweiten Serie oder in der zweiten Staffel und wirkt dadurch irgendwie fehl am Platz. Ich weiß es auch nicht. Mir hat das insgesamt alles nicht gefallen. Ich fand das alles sehr langatmig, langweilig. Es kann aber auch sein, dass es daran lag, dass die Bücher, die hier dem zur, zur Vorlage liegen, dass die mochte ich auch schon nicht. Die fand ich auch schon langweilig. Also mhm. vielleicht lag es daran. Und Langeweile ist ein gutes Stichpunkt. Gut, der Stichpunkt. Äh, ein guter Stich. Ein gutes Stich... Ein guter. Ich weiß es nicht. Ist gut. Weil ist gut. langweilig. Gute Überleitung. Langweilig fand ich auch den Film. Oh, echt? Das soll doch wieder ja. ganz gut sein, dachte ich. Also, ich weiß gar nicht, wie viel, was hat er bei IMDB? 7,7. Also, ich, jeder, mit dem ich gesprochen habe, der. Fand den auch gut. Ich fand ihn wirklich langweilig, ohne jetzt sp spoilern zu wollen. Das liegt zum einen daran, also ich denke, jeder weiß, dass in John Wick viel geschossen wird. Und das liegt daran, dass in diesem Teil besonders viele der Gegner, ähnlich wie in Ubisoft-Spielen, Panzerung tragen. Und das kann man sich so vorstellen, als würden sich zwei Ritter mit Schaschlik-Spießen mhm. bekämpfen. Also es wird ganz viel aufeinander draufgehauen, aber richtig verletzt wird, erst einer, wenn einer der Ritter von dem anderen durch das Visier gekommen ist oder vielleicht unter den, unter den Helm gekommen ist oder an. an mhm. Das macht die Kämpfe sehr langatmig und irgendwie langweilig. Und der Film geht auch zwei Stunden 49 Minuten und das muss er absolut nicht. Also ich ganz vom Ende abgesehen, fand ich ihn auch nicht doll. Eine Szene muss ich dem Film aber gestehen, die fand ich hervorragend. Das kannst du dir vorstellen, wie so eine isometrische Sicht auf, ein, auf eine Etage in einem Haus. Und du siehst diesen Kampf von John Wick durch dieses Haus hindurch mit ähm, Dragon Breath, also Incendiary-Munition für eine. Schrotflinte und das sieht schon sehr beeindruckend aus. Und die Kamera geht dann um dieses Set die ganze Zeit drumrum. Das sieht wirklich aus wie in so einem Computerspiel. Also, das fand ich mhm. schon ziemlich cool. Das war, war sehr beeindruckend. Den Rest des Films fand ich nicht toll. Fand ich. Fand, die anderen drei Filme fand ich viel besser. Aber da bin ich, glaube mhm. ich, alleine. Ja? Ich habe noch keins gesehen, so wie Hast du. Also da. Ach. Habe ich eigentlich noch was also, vor, oder? Weil also, ich habe schon Lust, die mir anzuschauen. Ich glaube, also der Film lebt natürlich nicht von seiner Geschichte, sondern von der Choreografie und dem Styling. Mhm. Und ich glaube einfach, nach drei Filmen ist dieses Styling und die Choreografie irgendwie abgenutzt. Ruhig. Ja. Mhm. Ja. Und ja, gut. Aber ich habe ja noch nie einen gesehen, also müsste ich da eigentlich. Ich glaube, kann man. begeistert sein. Ja, also gerade die ersten, den ersten fand ich sehr gut. Weil es auch so ein Überraschung okay. ähnlich wie Matrix, so ein Überraschungshit war, mhm. den man sich anguckt, ohne eigentlich. Also ich wusste, bin bei Matrix in das Sneak Preview gegangen mhm. und war begeistert, als ich rausgekommen bin. Und John Wick habe ich einfach, ach so, auf gut Glück, ich wusste eigentlich gar nicht, worum es da geht. Also, ich weiß da auch gar nicht, worum es geht. Also ich habe mich da noch nicht spoilern lassen. Also ja. ich gehe komplett. Äh, ohne Meinung hinein oder schau es mir dann an. Ja, Crazy Box sagt, hat Mitte Teil 2 abgebrochen, irgendwie nicht meins. Nee. Also man muss. Es ist ein bisschen Gunporn, es ist äh, choreografisch wirklich sehr gut gemacht von der Schnitttechnik und so weiter, fand ich es auch mhm. wirklich gut gemacht. Aber es ist jetzt kein wirklich tiefgreifender Film. Ähm, so, wo habe ich jetzt. Ähm, Nelson, hallo dir, einen schönen guten Abend und schönen Start in die Woche. Er sagt, das Ende ist ja nur so abgearbeitet. Da habe ich lange nicht in den Chat geguckt. Welches Ende ist nur so abgearbeitet? Vom vierten ich, Teil. Das war um 8.19 Uhr. Haben wir da schon vom vierten Teil gesprochen? Ich glaube ja, ich hatte das in dem Zusammenhang jetzt ehrlich gesagt verstanden. Ich dachte, oh, okay, gut, ja mag sein. Also der ganze Film wirkt irgendwie sehr abgearbeitet. Oder warte, warte, warte. Äh, nee, das war, ähm, das war ähm, hier der andere. Er, er ähm, schreibt Serie, die es. Wir sollten hatte. jetzt nicht raten. Er schreibt es. Na, ne, Reacher, vielleicht genau. Reacher. Mhm. Nutznitz schreibt, ist das verwandt mit den Tom-Cruise-Filmen? Äh, also die Tom-Cruise-Filme basieren auf dem Buch und die Serie Reacher basiert auch auf den Büchern. Also ja, wobei die Tom-Cruise-Filme auch nicht doll sind. Ähm, hast du gesagt, selbst der Autor hat die Kritik zu Staffel 2 aufgenommen und sagt, dritte Staffel wird wieder die erste. Ah, das finde ich interessant. Also der Autor der Bücher oder der Serie? Weil das sind unterschiedliche Drehbuchautoren. Da habe ich mich nämlich auch gewundert, ob das immer einer ist. Nee, das sind unterschiedliche. Aber, ähm, du meinst Lee Child dann wahrscheinlich den Autor. Meine Frau möchte jetzt alle Richer bücher haben. Die ersten vier habe ich mhm. schon mal bestellt. Äh, Hättest du mal was gesagt? Hast du? Ich glaube, die ersten 5, 6 oder so habe ich noch hier. Die hättest du einfach haben können von mir. Äh, danach bin ich auf E-Books umgestiegen. So, ab dem 10. oder 15. glaube ich, wird irgendwie die Figur Reacher zumindest mir sehr unsympathisch. Ich habe dann noch so bis 20 sporadisch mal reingeguckt, aber das war dann nichts mehr für mich. Ähm, hat man den ersten gesehen? Hat man alle gesehen? Na gut, das gilt ja für die meisten Serienfilme. Äh, hast du halt noch keinen Wigteil gesehen? The Gru, dir auch einen guten Abend und einen schönen Start in die Woche. Comic-Verfilmung. Es gibt auf jeden Fall einen Comic davon, das stimmt. Saufi sagt, okay. die 2 Stunden 49 Minuten habe ich mir auch bis jetzt abgehalten, den zu schauen. Ja, kann ich gut verstehen. The Gru hat den vierten auch noch nicht gesehen. Und Reacher. Ja, von Reacher, das. Ähm das wirkt, die ganze Staffel wirkt sehr abgearbeitet, ja. Okay. Zack, zumachen. Yep. So, Alexander, was hast du gespielt, aktuelles? Ähm, ich habe Tales weitergespielt. Ich bin ja in der vorletzten Prima im Provinz. Es ist relativ schwer. Dass ich mit der Story nicht vorangekommen bin und habe deshalb noch mal einen Abstecher in leichtere Provinzen gemacht. und Das hast du letztes Mal schon gesagt. Habe ich weitermachen müssen. also so. Ich habe jetzt so ein Level erreicht, wo ich jetzt doch anfange, die ersten ähm, Partien zu bestehen und nicht direkt äh, einen meiner Lieblingsprotagonisten zu verlieren. Mhm. Ähm, ich finde das aber nicht schlecht. Ich spiele aber auch auf Veteran und ähm, ich habe es nicht runtergestellt. Also, ich habe von Anfang an zugespielt gespielt und. Ähm, Werd's auch nicht mehr ändern. Und ähm, das zweite Aktuelle, was ich gespielt habe, ist ähm, Star Wars ähm, Jedi Survivor und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Das ist wirklich gut. Aber ähm, da spiele ich vielleicht pro Woche zwei, drei Stunden. Ich wollte gerade sagen, das Rest spielst du ja auch schon seit ein paar Monaten, gefühlt zumindest. Nee, 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 nee. Ich hab's doch erst ähm, Weihnachten geholt, weil doch ähm, Harry Potter nicht funktionierte bei mir und ich doch mhm. testen wollte, ob's okay. an der Grafikkarte liegt oder am Spiel. Ich dachte nee, jetzt nee, mit den Oliver ich, schon. Drüber Jahren gekauft. Nee, nee. Der Oliver hat ja in höchsten Ton, äh, Tönen gelobt und zu Recht, ich finde es wirklich sehr gut und macht mir wirklich sehr viel Spaß, auch wenn die Bossgegner manchmal echt hart sind und ich dann plötzlich irgendwie aus Versehen gewinne, wo ich eigentlich am Verlieren bin und äh, nicht weiß, warum, aber ist mir egal. Hauptsache ich komme durch. Und du, Semmer, was hast du aktuelles gespielt? Ich habe fast durchgespielt. Oh, den God of War nochmal. Ich hatte das 2018 schon mal gespielt und habe mir, glaube zwischen Weihnachten und Neujahr gab es bei Müller oder so irgendeine Aktion 15% mhm. oder 20%. Und da habe ich mir den zweiten Teil gekauft für die PS5, weil mhm. ich hätte mir den wahrscheinlich schon vorher gekauft, aber bei Amazon muss ich ja immer die 5 Euro oder 7 Euro oder was das da ist ab 18% Versand bezahlen. Das sehe ich dann immer nicht ein. Und Deswegen habe ich gewartet und dann war das im Angebot und dann so kostete das irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro oder so. Und dann habe ich den Klappentext, die Rückseite gelesen und dachte, Scheiße, kann sich da gar nicht mehr dran erinnern, was im ersten Teil war. Mhm. Und dann habe ich einfach noch mal den ersten Teil gespielt und muss sagen, Mann, ist das ein gutes Spiel. Ich war mhm. selten so begeistert von dem Spiel und sehe hier gerade 9,0 Mobi-Score und Critics mhm. 93%. Also, ich muss wirklich sagen, das God of War ist unglaublich gut. Von der Inszenierung, mhm. vom Sounddesign her, vom Pacing, von der Progression, von der Story her. Ich bin hellweg begeistert. Problem ist. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich auf normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt mhm. und es war schon anstrengend, stellenweise. War knackig, ne? Da gab es so zwei, drei Bossgegner, vor allem der eine, der hat mich echt fertig gemacht. Ich kann ähm. mich an diese Valkyren erinnern, die echt schwer waren, mhm. wo ich nur eine mhm. von geschafft habe. Und diesmal war es schon am Anfang. Ich hatte schon keine Lust mehr. Ich hatte ja. echt keine Lust mehr, One-Hits zu sterben, neu zu laden, die Leiter wieder runterzulaufen, nur um dann. 30 Sekunden später wieder zu sterben. Ich hab's auf einfach gestellt. Oder Story-Modus oder so mhm, heißt das. Und hab trotzdem viel, viel Spaß, ohne den Frust zu haben. Ich, ich kann's einfach nicht. Ich, äh, ich bin niemand, der. Frame genau blockt oder pariert. Wahrscheinlich ist es nicht immer frame genau. Wahrscheinlich hat man mhm. so viel Zeit, dass was wie jemand, der da ein bisschen geübter ist, total easy ist. Für mich ist es nicht geübter. Für mich ist es auch mit dem Gamepad nicht einfach mhm. äh, zu treffen und diese Axt zu werfen und so weiter. Das heißt, ich hatte schon, es gibt ja so Puzzletruhen, die man aufmachen muss, wo man dann mit Timing was machen muss. Das war für mich schon anstrengend, die zu schaffen. Aber ich finde es ist ein unglaublich tolles Stimmt. Spiel. Also, und von 2018. Ich muss sagen, das sieht ja. heute ja immer noch bombastisch aus. Ich kann Graf, mir gar nicht ja. vorstellen, wie das irgendwie besser wird. Ich glaub, kann mir auch nicht vorstellen, dass der zweite Teil irgendwie besser ist. Aber ich würde gerne, ich bin gespannt, ich würde gerne die Story weiterspielen. Mhm. Oder weiter erleben. Ich bin jetzt auch, es gibt ja genug Sachen, die man außenrum machen kann. Ich bin jetzt nicht so wie mhm. du. Jemand, der da 100% haben muss und alle Raben um, umgekloppt haben, und da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Ich bin auch niemand, der mit dem Inventarsystem und dem Equipment-System richtig gut klarkommt, weil das was ist, wo ich... Also ich kriege Equipment und das kann ich updaten. Aber ich kriege ja auch neues Equipment. Warum sollte ich das alte dann updaten, wenn ich vielleicht gleich um die Ecke neues kriege? Das heißt, ich date halt nichts ab und warte immer auf das bessere Equipment, was dann kommt. Und mhm. ich glaube, deswegen nehme ich mir einen großen Teil des Spielspaßes, das Equipment abzudaten und damit unterschiedlichen mhm. Runen. Und man kann so viele Sachen machen mit diesem Equipment, aber das ist irgendwie nicht so richtig meins. Da komme ich nicht so richtig rein. Und... Was mich auch so ein bisschen stört, aber das ist auch wieder, glaube ich, eher eine Ich-Sache, es hat ja viele von diesen Metroid Venia-Elementen, ja. dass man halt wieder zurücklaufen muss, weil man irgendein Tool hat, mit dem man da eine Tür oder eine Passage aufkriegt. Und da kann man dann, kriegt man dann immer wieder ein bisschen was zurück. Generell finde ich das gar nicht so schlimm, aber das ist auf der Karte, bei manchen Sachen zu sehen, bei manchen halt nicht zu sehen. Das heißt, theoretisch müsste ich halt die levels wieder zurücklaufen, um alles zu finden. Und wenn es nur items wären, würde ich sagen, ach, das stört mich gar nicht so, aber manchmal bekommt man ja noch Levelteile zu sehen und die sind grafisch stellenweise echt wunderbar, so dass ich sagen würde, total schade, dass ich die dann verpasse und ich habe auch irgendwie keine richtige Lösung dafür. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gerne so ein Digitalen Guide, wo ich sagen kann, okay, das und das und das will ich machen, und der sagt mir, da und da und da und da musste hingehen. Habe auch am Wochenende schon versucht, sowas rauszufinden und zu googeln, weil ich dachte, es muss doch irgendein, mhm. irgendeine Möglichkeit geben, irgendwie digital so einen Stats-Tracker oder sowas zu haben. Es gibt so eine interaktive Google Maps-Karte, wo man halt sich Dinge einblenden und ausblenden kann. Das hilft ein bisschen, aber so hundertprozentig hilft mir das auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen. Bisschen schade, aber es gibt halt so viel zu tun und erledigen in dem Spiel. Mhm. Da bin ich halt so ein bisschen äh, das Min-Maxen, weiß ich nicht. Nur wenn es noch was Optisches zu sehen gibt und ich weiß ja gar nicht, ob es das gibt. Das stört mich mhm. so ein bisschen, aber das wäre die einzige Kritik, die ich habe. Es ist wirklich ein wunderbares Spiel. Gibt es inzwischen auch seit, äh, also jetzt hätte ich fast letzten Jahr gesagt, also seit zwei Jahren für Windows. Genau. Also ich habe es auch mit sehr großem Genuss gespielt und ich freue mich auch schon auf den <laughs> zweiten Teil. Aber da war ich bisher noch zu geizig. Ich habe es noch nicht reduziert gesehen. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen warten. Tobi sagt, Gears of War war schon immer gut, aber der neue Gears of War Teil übertrifft alle. Ah, okay, der neue ist noch besser. Also ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Wahrscheinlich komme ich aber vom Wochenende nicht dazu, da weiterzuspielen. Das heißt, den neuen werde ich irgendwann nächste Woche erst spielen können. Aber da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe. Genau. Du sag also, mal, stopp. Du hattest Gears of War gesagt. Ach, es Gears, ist of, God war. Gears God of War. Gears of War ist doch das mit diesen großen Ja, du hast recht. Ne? Nee, das mochte ich gar nicht. Stimmt. Ich mehr, auch das nicht. Ich gar nicht. Das nee, das, das war, echt war gar nicht. glaube, ich kapiert ja echt keine Sau. Nee, die, die, ich finde auch. Oh, nee, das finde ich ganz schrecklich, das Gears of War. Stimmt. Mehr. Nee. Ich meine God of War. Welches mhm. God of War habe ich gespielt? Also, es gab zwei auf der PSP, die habe ich gespielt. Und das auf der PS3 habe ich gespielt. Du meinst schon God of War, das dachte ich mir, Tobi. Also, das sind die God of War-Teile, die ich gespielt habe. Die auf der PSP, da kann ich mich nicht so richtig mehr dran erinnern, nur dass ich beeindruckt war, wie die Grafik war auf der PSP. Mhm. Von dem God of War auf der PS3 war ich sehr beeindruckt. Das sah auch schon wirklich grandios aus, ja. Du hast die PS5-Version dann gespielt, ne? Wie damals, also als du es dir gekauft hattest. Also die PS4 auf der PS5. Genau. Also, mhm. diese Version habe ich gespielt. Mhm. Genau, okay, alles klar. Gibt es eine PS4-Version? Ich, ich glaube nicht. Also, Wie man lädt sich ein Update <laughs> nicht. Ne? Also, es gibt ein Update, das den 60-Hertz-Modus aktiviert. Mhm. Mehr ja. glaube ich nicht. Mehr noch nicht, ne? Mehr noch nicht. Ne? Da kommt bestimmt auch nichts mehr. Ja. Ich fände es halt spannend, ähm, wenn du das auf dem PC gespielt hättest und dann mit dem Steam Deck vielleicht weitergespielt hättest, wie, wie da das Spiel ist, als Spielerfahrung. Das müssen wir dann beim anderen Spiel mal testen. Ja, nee, da... Ich weiß doch gar nicht. Hm. Ich denke mal, auf dem PC sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus, weil es da mehr Einstellungsmöglichkeiten mhm. und so gibt. Ne? Aber ja. keine Ahnung, ich bin hellauf begeistert davon. PS2-Teile sind toll. Die PS2-Teile, das ist äh, also Teil 1 und Teil 2, habe ich als Remastered für die PS3 schon seit Jahren im Schrank stehen, habe ich aber noch nie gespielt. Aber jetzt, wo ich so begeistert bin, habe ich ehrlich gesagt, weil mir die Vorgeschichte so ein bisschen fehlt und äh, hier ja immer wieder Anleihen auf die Vorgeschichte sind, habe ich ehrlich gesagt überlegt, ob ich die. PS3-Teile nochmal spielen soll. Zumindest den ersten und zweiten dann und den dritten auf der PS3 nochmal spielen soll. Nutz nicht sagt, mhm. die auf der PSP waren auch meine. Glaub, die waren nicht groß anders als auf der PS2. Also meins spiele, spielerisch, das kann gut sein. Ich kann es dir aber ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also ich habe eins und zwei irgendwie anders in Erinnerung gehabt wie die auf der... PS2. So, wa wa was stimmt jetzt hier mit den Bot-Command nicht? <laughs> okay. Ja. Ja, okay. Das muss ich mal deaktivieren. Das geht nämlich nicht. So. Jetzt, jetzt passt es. Ähm, das war das, was ich gespielt habe, aber da habe ich auch jetzt wirklich lange dran gesessen. Mhm. Cool. Nochmal, ich. Glaube, 30 Stunden. Den ersten Durchlauf 25, den jetzt bin ich bei 30 und ich bin kurz vorm Ende. Also, mhm, cool. da fehlt jetzt nicht mehr viel. Chuck, hallo, dir auch einen schönen guten Abend und einen schönen Start in die Woche. Okay, Alexander. Gehört. Hatte ich ja schon gesagt. Ich höre im Moment querbeet, was Apple Music so auf seinen. Rock- und Jazz-Sendern zu bieten hat. Ja, nicht gehört habe ich auch nichts. Ich höre ja im Auto regelmäßig Podcasts, aber nicht ähm, keine Musik. Ähm, was ich empfehlen kann, ist bei ähm, Stay Forever, ähm, da spielen sie ähm, Planetfall, also ein Text-Adventure von Infocom im Paid-Bereich. Und das ist echt spaßig, sich das anzuhören. Das mache ich auch selber, weil bis wir es spielen, habe ich eh alles wieder vergessen. Und da bekommt man so ein bisschen ein kleines Gefühl von dem Spiel. Und das ist alles wunderbar. Und es gab eine coole Folge zu Super Metroid. Ähm, ich bin ja eigentlich kein großer Fan. Aber dieses Metroid ähm, finde ich nicht uninteressant. Metroid, danke schön. Finde ich nicht uninteressant. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das mal austesten werde. Da bin ich gespannt. Lustig sagt, außer bei Shootern waren die Games meist sehr gut portiert. Lag, glaube ich, am einsamen, einzelnen Analogstick. Ja, das war so ein ganz merkwürdiger. Den hat man so verschoben, wie auf der 3DS hatte den, glaube ich, auch so ein Verschiebestick. Nicht so einen, den man so richtig mhm. drehen konnte. Das war auf der PSP ziemlich daumenbrechend, ja, stimmt. Aber ich bin, die PSP, ich bin auch von Anfang an begeistert gewesen von dem kleinen Heldenheld und finde ihn immer noch grandios. Okay, gekauft. Alexander, ich habe nur eine Sache gekauft und die zeige ich dir anschließend, wenn wir Triple Pursuit Fragen stellen. Okay, super. Und ich habe mir etwas gekauft, weil nämlich der Robin so davon geschwärmt hat. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich mein Genre ist, Selma. Aber eigentlich müsste es passen, weil ich mag ja Management-Spiele. Und zwar habe ich mir Achso den Formula One manager 2 gekauft, ja. Genau, und da bin ich mal gespannt, weil von den Grafiken fand ich das total witzig, auch den Blick von oben auf ähm, die Rennbahn, wo dann die Fahrzeuge. Der hatte dann sogar fahren. schon also, 3D, glaube ich, ne? Das, bei den Screenshots, die ich hier gesehen hatte, war zumindest die rennen in 2D. Ah, okay. Nee, die rennen. Vielleicht ist der Rest dann 3D. Nee, glaube ich. Also ich bin mal gespannt, ob mir das Spaß macht. Ähm, hast du die denn mal gespielt damals? Nie. Ich hatte die, nie. Ne? ich habe die auch nur nicht. später gekauft im, Reihe, mhm. im im Zuge der Microprose-Sammlung. Komplettierung, ja, ja. weil schon, ich finde es schon interessant, weil mhm. es ja ein Element ist, was ich finde in den Rennspielen zumindest die, die ich gespielt habe, immer unterschätzt wurde, weil man immer fahren konnte, man konnte auch Tuning am eigenen Auto machen, aber so das Management, um mhm. Sponsoren und so weiter, um mhm. das, das fehlte alles, Teamkameraden und so die, das hat immer so ein bisschen an der Immersion gefehlt und das passt da ganz gut rein jetzt, also ich mhm. könnte es mir spaßig vorstellen. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Crazy Pop. Das sagt, war es auch schon. Oh, das ist aber wenig. Mhm. Wolltest du diesen Monat nicht gar nichts kaufen? Hm? Na, gar nichts nicht. Es sind <laughs> schon wieder zwei Sachen in der Post. Ist ja nur eine Kleinigkeit, ne? Aber, 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 Selma, das eine, was in der Post ist, hat nur 15 Dollar gekostet, sodass die 20 Dollar Versandkosten nicht so schlimm waren. <laughs> Und zwar habe ich Dem Bastard mir geholt. Ah, von schön. Echolade, den Vorgänger von Ace of Aces. Mhm. In, dem, in dem Plattencover in Rot. Und da werden wir gemeinsam versuchen, die Möhletalsperre zu zerstören. Das wird der Plan sein. Vor allem müssen wir den Film gucken. Ich habe den sogar noch auf Blu-ray. Ja, den, den, gucken wir, du, den gucken wir uns gemeinsam mal an. Ja, das äh, hätte wir Schluss machen wir. Ja, machen wir. Hm. Crazybox sagt, der Analog-Stick, der PSP ging auch reihenweise kaputt. Ging durch zwei durch. Also du hast zwei verbraucht. Okay. Nee. Bei meinen zwei PSPs geht er zum Glück noch. Ich bin aber auch kein Action, so großer Action-Spieler. Ich glaube, ich habe den mhm. nicht so oft benutzt. Äh, Nutznik sagt, hatte er das Problem, dass er mal verloren ging, weil mit der Zeit sehr ausgenudelt, weil nur simpel auf... Ach, der ist nur aufgesteckt. Ah, okay. Und dann fällt er runter. Mhm. Das ist natürlich doof. Ja, das ist echt doof. Das ist mir aber auch noch nie passiert. Nee, mir auch Gott sei Dank nicht. So, Alexander. Ja, selber. jetzt kann ich dir zeigen, was ich Neues bekommen habe. Oh Gott, Travel Tra Tra Pursuit 1970? Äh, nee, 1995. Also, es sieht noch ganz genauso aus wie das andere. Ist das auf dem Kopf? Okay. Mhm. Nee, müsste passen mhm. so. Wie das andere Travel Pursuit, aber es ist die TV-Edition. Ach, du Mit TV-Fragen von 1995 und ich habe die mit meiner Frau ausprobiert und die war sehr begeistert also okay. äh, das, das, okay. das ist sehr lustig aber ich mische okay. ich mische du Fragen mich. von hier und von da alles klar wollen wir eine Runde wagen ein Tänzchen äh, Crazybox sagt eins der großen Probleme davon war der Stickdrift weit vor der Switch ja das da kann ich mich dran erinnern da kann ich mich dran erinnern ja okay zwei drei Runden Troll Pursuit und dann gehen ja. wir in Das hatten wir schon. Falsch rum. Was? <laughs> Falsch rum. Moment, die ist richtig rum. Wie heißt die größte Stadt Lateinamerikas? Mhm. Ich glaube, das sollte auch immer noch so. Ja, du Ich vermute, jetzt nicht, dass ich das irgendwie ändern könnte. Ja, ja. Du gibst mir ein Zeichen. Ja, ihr im Chat seid natürlich herzlich eingeladen, mitzuraten. Hallo, guten Abend, Deduktor. Und da kommen schon die ersten. Aus ihren, ähm, unter ihrer Decke hervor, unter ihrer Sofadecke hervor und machen mit. Andolus, hallo, dir auch einen schönen guten Abend. Rio, sagt Andolus, deduktor nee. sagt Mexiko und Hastor sagt auch Mexiko. Und ich sage auch, Mexiko City ist eine der größten Städte der Welt. Ja. Es gibt, gab noch einen, wo ich zuerst dran gedacht hatte, das war Sao Paulo, aber Mexiko City ist tatsächlich noch mal ein Tick größer. Nutzt nichts, mir geht's genauso. Ich habe auch über die Cursor benutzt. Ähm ich habe eine Vermutung für das nächste. Wer okay. stellt uns das Mädchen aus Ost-Berlin vor? Wer stellt uns das Mädchen aus Ost-Berlin vor? Billy Wilder. 1, 2, 3. Das war ein Film aus den 50ern. Das Mädchen aus Ostberlin? Ah, nee, das war kein Mädchen aus Ostberlin. Der Junge war aus Ostberlin. Das ist eine fantastische Komödie, Selma. Und zwar geht es darum, dass die Tochter vom Präsidenten von Coca-Cola spielt 50er Jahre Besatzungszone nach Berlin, ein Praktikum oder sowas. Und die verliebt sich in so einen jungen Kommunisten, den sie auf oh. irgendeiner Demo trifft. Und die der, der, der Hauptfigur, Billy Weiler, ist der. der General Manager für Deutschland, ja, und der Cola. fürchtet uns seinen Job, von Coca-Cola, ja, <laughs> und der fürchtet uns seinen Job und versucht da alles Mögliche, dass die ihn fallen lässt, ja, wunderbarer Film, wunderbarer Film. Crazy Borg sagt, du meinst eins, zwei, drei. Richtig, eins, zwei, drei, aber das ist es nicht. Denken Keine ich Ahnung, nee. was das ist. Das. Es, ähm, Udo Lindbergh, ich stell dir irgendwelche ostdeutschen Mädchen vor. Das habe ich auch vermutet. Und Andolus auch. Sagt Udo Lindenberg. Okay. Deduktor sagt Udo Lindenberg. Und Tobi sagt Elton John. Und ich gucke jetzt nach. Es ist und? Udo Lindenberg. Hey, da habe ich doch am Ende richtig geraten. Wer wurde 1983 Postminister in Helmut Kohls Kabinett? Schwarz Schilling. <laughs> Woher weißt du so ein Mist? Da war ich fünf. Noch bei der Telekom. Nein, ähm. Er ist einer der ersten Minister, die ich tatsächlich kannte, der halt für Telekommunikation und, und Post zuständig war. Für mich, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja? Und dann war das der und da habe ich mir den Namen einfach mal gemerkt. Hm, nicht <laughs> schlecht. Andolus wusste es auch. <laughs> Wer schrieb über die Angst des Tormanns beim Elfmeter? <laughs> Sepp Meier. Nee. Nee. Aber. Oder ich kenne den Namen nicht. Deutscher aber das Fußballspieler. Ja, Vermutlich echt, den Namen nicht. Nee, aber das heißt bei mir ja nichts. Bei mir und Fußball nee, heißt, das heißt das gar, gar nichts. Gar Das heißt gar nichts. Nee. Um, Tobi, ja, 1988. Ja, ja. Von 1988 sind die Fragen oder 1989. Da hat Kahn, glaube ich, noch nee, eine A-Jugend gespielt. Aber wenn es nicht der Sepp Meier war, es der Bodo Ebner. Crazy Box sagt, bekannter Roman. Keine Ahnung. Günter Gras? Möglich. Guck mal, ob es Bodo Ilgner war. Also Nein, schon, war nicht Bodo Torwart. Ilgner. Auch nicht. Okay. schau marie Pfaff? Nein, war es auch nicht. Auch nicht so. Jetzt habe ich aber alle Torhüter, die mir einfließen aus den 80ern. Andolus sagt, hatte nichts mit Fußball zu tun, aber mir fehlt der Name, fällt der Name nicht ein. Also kennst Aha, du den? okay. Der Name? Okay, ich Tobi gespannt. sagt, Fußball ist meine schwere Seite. Meiner auch. Peter Hanke, der, der war. Peter Hanke war der nicht Trainer? Keine Ahnung. Ich guck mal. Peter Hanke. Sonst passt bei Fußballfragen fragen immer Oliver Kahn oder der Kaiser. Ja, ja. Er war Politiker. Aha. Siehst du, hatte Andolus recht. Aber Philosoph sagt Andolus. Nee, muss ein anderer sein, ja. Das ist ja alles klar. Okay. Okay. Welche grausame Errungenschaft des heißen Kriegs mischten die Amerikaner aus Benzin und Natriumpalmitat ah. zusammen? Wir empfehlen hier sämtliche Folgen von Selma zum Thema Krieg im Pazifik. <laughs> Nicht im Pazifik. Indochina. Ja. Fängt richtig. mit denn an. Richtig, haben alle Na. richtig. Ja. Ja. Wie laufen die Hunde beim Windhunderennen? Im oder gegen den Uhrzeigersinn? Oh, 50-50. Okay. Es ist tatsächlich gegen den Uhrzeigersinn, weil ich habe das Bild, wo nämlich der Startblock links ist und die laufen dann so rum und das wäre dann gegen den Uhrzeiger. Hast du sagt auch gegen. Dennis sagt gegen, Nelson sagt gegen. Crazy sagt, wir haben alle Apokalypse genau gesehen. Die müsste ich eigentlich mal wieder gucken, ja. Dem Hasen nach, gegen. Ja, ist richtig. Gegen den Uhrzeigersinn ist richtig. <laughs> Wie ist die Hauptstadt Syriens? Da möchte ich echt gerne mal hin. Syrien muss eh schön sein. Die Der Moment Alten ist aber nicht gut. Nee, momentan ist es nicht gut, aber die ganzen phönizischen Städte, das ist wirklich Kulturlandschaft hoch drei. Absolut richtig. Ja. Aber kannst du ja nicht hin? Nee, leider nicht. Ne? Und wird sich auch über die nächsten Jahre nicht ändern. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal hin können, Alexander. Na, schauen wir mal. Und was sagst du? Damaskus. Richtig, haben im Chat auch alle. Richtig. Babylon ist es nicht. Nee. Babylon ist im Irak. Richtig. Mit welchem Musical fiel Peter Weck 1988 in Wien böse auf die Nase? Wer ist denn Peter Weck? Ach, das ist doch der Hauptdarsteller von Ich heirate eine Familie. Ah. Selma. mit Sorry. Carola Witt. Also ihr kennt das alle, oder? Österreichischer Schauspieler und hat dann mit der Serie einen Durchbruch gehabt. Und ich vermute mal, dass es das Musik Musical war Ich heirate eine Familie. Das war es nicht. Das war es nicht, okay. Teduk sagt, dachte Babylon wäre in Berlin. Das war nur eine sehr Serie. Sehr tolle klar. Serie, gefällt mir wirklich sehr gut. Und da will ich übrigens mal die Krimi-Romane lesen. Die sind, glaube ich, nicht schlecht. Wenn man Krimis aus den 20er Jahren mag, ne? Crazybox sagt, Peter Weck ist bekannt, sein Musical nicht. Ja, ist richtig. Vor allen Dingen, weil es einen englischen Namen hat. Ich weiß nicht, ob es den englischen war. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass er was mit Musicals an dem Hut hatte. The Chorus Line. Ach, oh, okay, doch, das Musical ist bekannt. Da geht es nämlich um ein Musical. Hm, okay. War das nicht ein Softporn-Darsteller? Ach nee, das war Peter Bond. Nein, Peter Bond war vom Glücksrad. War der Softporn-Darsteller? Ja, war er. <laughs> das wusste ich gar nicht. <laughs> ah, ja, ja. Ah, okay. Äh, wie wird NRW-Ministerpräsident Johannes Rau manchmal spöttisch genannt, also in der Vergangenheit? Ja, ja. Ach, du Schande. Vor dem Glück ist ja, Das, das wusste ich nicht. Vater. Den fand ich gut. Das war ja der Ministerpräsident ja. aus meiner Jugend. Ich habe ja Den da. Den fand gehört. ich auch gut. Seine Skatrunden waren ja berücks berüchtigt. <laughs> Rotrau? Das ist es nicht. nee, Aber klingt interessant. Ja. Bruder Johannes. Bruder Johannes. War er so gläubig Mann, oder? Kann sein, dass er Katholik war, kann ich mir schon vorstellen. Welcher russische Komponist wurde durch Anton und Nikolaus Nikolaus nicht Nikilaus Nikolaus Rubinstein entdeckt und gefördert? Okay. Ähm, Gut, wäre wahrscheinlich der einzige Name gewesen, der mir eingefallen wäre. Nicht sagen, nicht sagen, mir liegt da auf den Namen. Auf, den, <laughs> auf der Zunge. Die Zunge liegt mir auf dem Namen. <laughs> ja. Ähm, ach Gott. Ach, nicht Worschak, das war der Tscheche. So. Ich lese mal vor. Hast du gesagt, Fakten. Peter Bond, der ausgebildete Sänger ist, wirkt als Schauspieler in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, darunter bei der ZDF-Serie Hoffmann und Kupovnik. Kupovnik? Am Ufer der Dämmerung. Der, Western, der Westen leuchtet, Aktenzeichen XY umgelegt und in der Daily Soap gute Zeiten, schlechte Zeiten. Echt? In den da auch 1970er und frühen 1980er Jahren war Peter Bond in Erotik- und Pornofilmen zu sehen. Das wusste Also ich kenne das nur vom Glücksrad. Hm. Weißt es? Also. Ich na, ich weiß nicht, ob es Rachmaninow war. Nee, ne, der andere. Wenn ich jetzt wenn ich sag. jetzt sage, dann sagst du ja. Ich befürchte ja, weil äh, der Name liegt mir wirklich auf der Zunge. Der ist auch erst ähm, 2000 oder so gestorben, also oder 1990, also Tschaikowski. Tschaikowski, nee. Dann habe ich einen anderen im Blick gehabt. Welche chirurgische was Ersttat wagten die Professoren Rudolf Zenker und Werner Kleiner? Die Transplantation, eines. Irgendwie sowas hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, Niere. Weil Herz definitiv nicht, weil das war ein Arzt aus Südafrika. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Crazy Walk hat recht. Die erste deutsche Herzverpflanzung. Ah, doch Herzverpflanzung, okay. Das verstehe ich nicht. Wo steckt der Geist des Weines? Eine Werbung. Ähm, Asbach-Uralt. Ja, also das weiß ich, das Asbach-Uralt. Was ist das, Weinbrand oder sowas? Genau, ist ein Cognac. Darf Kognak? man nur nicht so nennen, ne? Ah, okay. Und was hat das mit dem Geist des Weines zu tun? War das in der Werbung? Das war im Werbe, genau, das war ein Werbeslogan. Ah. Und Asbach Uralt ist ja hier bei mir in der Nähe. Und meine Frau hat hier ähm, irgendwann mal zum Geburtstag eine Flasche von 1972, von ihrem Geburtsjahr geschenkt mhm. bekommen. Die steht hier ein paar Meter entfernt im Weinkeller. Und die werden wir irgendwann mal aufmachen, weil die ist wirklich trinkbar, weil es ja wirklich Schnaps ist. Ne? Mhm. In der Flasche, richtig, in den Prozenten. Aber Dennis hat es noch gewusst. Der hat wusste Asbach mhm. Uralt auch. So, jetzt nehmen wir mal eine TV-Frage, Alexander. Da sind auch andere Kategorien, die kriege ich aber nicht mehr auf die Kette. Also okay. In Dann welch, mich. In welcher Stadt landet das Raumschiff, aus dem der kleine außerirdische ET ausstieg? Spacejack, hallo, dir auch einen schönen guten Abend. Boah, wahrscheinlich Los Angeles vermute ich mal. Wenn du Fragen hast. Ach, natürlich, Los Angeles. Ja. Fliegt er nicht über das Logo? Das Hollywood-Logo? Ich muss gestehen, ich habe E.T. noch nie gesehen. Ich glaube, Los Angeles. Ich habe mich vor dem Außerirdischen immer gefürchtet. Gefürchtet. Außer du hast sie bei XCOM massakriert. Mörder. Das waren andere Außerirdische. <laughs> also, ähm, Crazy Box sagt Baltimore, die Doktor sagt Boston. Oh, und Nelson und sagt sag der Mond. Los Angeles. Okay, da war er auch. Also ich bin mal gespannt, wie ist die Antwort? Los Angeles. Wuscht sagt noch: Im Jahr 1937 wurde der Werbeslogan "Im Asbach uralt ist der Geist des Weines" erfunden, der bis heute benutzt wird. Okay. Ja. Ich glaube, ich verwechsle gerade die Werbung von Asbach uralt mit Fernet Branka, mit diesem Raben oder mit diesem Adler oder was das war. Das, das, ja, das war was anderes. Das sind doch zwei unterschiedliche Gesöffel. Ne? Also ja, gut, das Fairnet ist ja Branca für mich, ist ja ekelig. Für jemanden, der überhaupt gar keinen Wein oder Alkohol oder sowas trinkt, ist das okay. völlig egal. Ja. Aber Fernet Branka würde dir niemals anbieten. <laughs> Welchen Sender müssen Sie einschalten, wenn Sie wetten, das sehen wollen? Oh, oh, oh. Man sagt, so er habe magische Kräfte, ganz genau. Ja, ja, ja. Ja. Komm, mach die nächste Frage. Okay. Ja, das ist offensichtlich zu einfach. Im Chat weiß es auch jeder. Ja, es ist echt. Gut, wenn er das zu einfach war, die nächste ja. Alexander. Mit welcher Rolle wurde Joanne Collins berühmt und berüchtigt? Denver Klein, Alexis, die Ex-Frau. Verdammt, warum weißt du sowas? Ich kenne die überhaupt nicht. <laughs> Botake, ja, okay, SF1 oder ORF, das ist was anderes. Wir reden von deutschen Sendern. Das ist richtig, Alexander. Dankeschön. Welchen Tatort, Kommissar, spielt der Schauspieler Walter Richter? Ich habe auch noch nie einen Tatort gesehen. Ich auch nicht, deshalb bin ich hier nicht qualifiziert. Oh, doch, doch, aber doch, doch, Brett. ich habe einen gesehen. Gab es gab's nicht Aha. mal einen mit Till Schweiger? Ja, doch, doch. Einen davon habe ich gesehen. Naja, das habe ich mir auch nicht angetan. Er ist einfach alt. Das habe ich gehört. Nicht Schimanski. Nein, Schimanski war es nicht. Richtig. Aber ich kenne den, den auch andere Kommissare nicht. Also das war wohl Kommissar Trimmel. Trimmel. Welchen Sender leitet Professor Dieter Stolte? Vermutlich leitete ZDF. Richtig. Er ist nämlich gestorben vor kurzem. Aus welchem Stadion wurde am 5. Mai 1992 die allerletzte Ausgabe der RTL-Fußballshow Anpfiff gesendet? Aus Wie, welchem anfiff? Stadion? Anpfiff gab es nur bis 92? Ja, die hatten ja nur für eine Saison die Bundesliga-Rechte. Ach so, guck an, das wusste ich Aha. auch nicht. Dann hat Sky zugeschlagen. Ähm, als ein Stadion, was dann letzte Sendung Anpfiff 92. Ich glaube, das war das Olympiastadion in Berlin, weil dann ist es grundlegend renoviert worden. Andelus. Aber das ist, ist da so zu 50 groß. Prozent d'accord mit groß. dir. Er sagt das Olympiastadion in München. In München, ich glaube auch, weil das in Berlin ist zu groß. Hm? Ich glaube Andelus hat recht. Chris Borg sagt Bremer Weserstadion. Ja. Also, was war's? Vom Bökelberg in München Gladbach. Alles klar, alle daneben. Macht auch mehr Sinn, von Köln ist es ja nicht so weit. Wer trat in Black Edwards Komödie Victoria sowohl als Mann als auch als Frau auf? Ach, scheiße. Den Film kenne ich, aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Oder die Schauspielerin, besser gesagt. Okay. Beiden Rollen. Also, was denn jetzt? Schauspieler war eine Frau? War eine Schauspielerin. Schauspielerin. Okay. Ja. ja, da können wir uns schon mal drauf einigen. Aber der Smoking, Name kommt mir, auch nicht, kommt mir auch ich nicht bekannt nicht vor. Nein. War aber ein guter Film. Black Edwards ist niemand, der, der Diti Haller vorhin arrangiert hätte nein, für einen Film. Nein nein, 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 nein. Das war Julie Andrews. Nee. Wie viele Nachwuchstalente bemühten sich pro Sendung um eine Chance als RTL-Showmaster? Gab es da eine Show, die Showmaster hieß? Ja, gab es eine und weißt du, wie einer der Gewinner hieß? Alexander. Kai Flaume. Ach so, okay. Kai Pflaume hat tatsächlich. Ach, so das ist Mary Show Poppins, gewonnen. Julie Andrews. Okay, das, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ja. Also wie viele Bewerber, ich weiß es nicht. Das Danke war, für das das den war Wort. so eine Casting-Show. Aha, eine also, alte, also dann eigentlich war Moderatoren, das, das Live-Bewerbungssendung, ne? Bewerbungssendung ja, war es doch, für RTL. Nee, das war ja waren Live-Assessment-Centers, so ja, würde ich das mal bezeichnen. Richtig, sehr gut. Also, Kai Flaube hatte gewonnen einmal. Aber ich weiß auch nicht, wie oft das lief. War Peter Bond da auch? Nee, ne? Nee, brauchte er ja nicht. Er hatte ja hinreichende Qualifikationen. Er hat ja Standfestigkeit bewiesen in <laughs> anderen Sendungen. Und Durchhaltevermögen, ne? Und Durchhaltevermögen. Okay, es waren drei. Hm. Alles klar, nee. Welcher schauspielende Sänger und Golfer spielte in Wiedersehen in Kanada mit? Wiedersehen in Kanada. Sänger und Golfer. Nee, sorry, pass ich. Nicht mein Schimmer. Ich hätte auch keinen Schimmer. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe kein Bild vor Augen, wenn ich den Namen höre. Den Namen habe ich aber schon mal gehört. Mhm. Tiger Woods ist es nicht, Tobi. Nein. So bekannt ist er, glaube ich, als Golfer nicht. Howard Carpendale. Ai, okay. Wen spielte Gustav Knut in der Serie Alle meine Tiere? Die kenne ich auch nicht. Alle meine ich Tiere. auch nicht. Den Tierarzt Dr. Hofer. Den Löwen, die Katze. Ja, glaube ich, Vorabend. Ich glaube, das war eine Vorabendserie. Ja, war das so eine. Tierpraxis. Achso, achso es war jetzt nicht so ein Dr. Doolittle. Nee, nee. In Deutsch. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Okay, das kenne ich auch nicht. Was bedeutet das grafische Symbol eines Ohres, das in Programmzeitschriften neben einem Sendetitel platziert ist? Ganz große Bedeutung, weil. Äh, ich das war doch nicht nur Namen. ein Ohr, sondern da waren doch auch so drei Striche, oder? Kam immer drauf an. Also ah. es geht um, ähm, um, 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 um spezielle Versionen für Menschen mit Handicap. Da Und da recht, ja. ähm, das war, glaube ich, für Taubstumme dann. Untertitel für ja, Gehörlose, Gehörschel, Gehörlose, ja. für Gehörlöse, genau, ja, dafür. Ja. Das spielt deshalb eine große Rolle, weil es ähm, neue gesetzliche Vorgaben gibt, ähm, was Plattformbetreiber und Fernsehsender zukünftig machen müssen. Und das wird immer mehr und das finde ich auch super. Finde ich auch super. Ist aber eine große, große Herausforderung, wenn man dann überlegt, dass man vielleicht ähm, Filme mit einem ähm, Gebärdendolmetscher macht. Also da müssen die Produzenten und die Hersteller da echt ähm, Geld nehmen, in die Hand nehmen, um sowas zu produzieren. Oder eine KI. Da bin ich auch übrigens überrascht gewesen, wie viele Möglichkeiten es bei God of War gibt. Da gibt's für Screenreader ja. und und und. Ja. Das ist ja. richtig ja. gut. Ja. ja, das ist echt gut. <laughs> Unter anderem, das habe ich natürlich genutzt, kann man die Quicktime Events ausschalten, einfach den Knopf drücken. Ich hasse ja Quicktime Events und so, ich einfach nur den Knopf drücken es ist auch immer der gleiche. Also das heißt in Zwischensequenzen halte ich einfach den äh, Kreisknopf gedrückt und bin fein raus. Das gefällt mir so Ach, gut. Gott, selber. Ach, Welcher lukrative Gewinn lockte am Ende von Stefan Lehmanns Spielshow? Erz ist Trumpf. Ähm, Kenne ich auch nicht. Ich, ähm, ähm, ein, ein, ein ähm, wie heißt das? Ähm, ähm, ein Abendessen und ein Ausflug. Oder ein Wochenende, als ob die so Liebe. Was in der Art. Ja, Ist das sowas wie Herzblatt gewesen? So ein Vorgänger glaub, wie ja. Herzblatt? Ja. Also, Alexander sagt, es ist eine Reise. Und damit hat er richtig geraten. Herzlichen Glückwunsch und hier, ihr Herzblatt, Alexander. Ja. So. Ich finde, die TV-Edition ist mal ganz lustig zwischendrin. Ja, aber ja. die ist echt schwierig, ne? Kommt drauf an. Also, gestern waren. Ja, gut, bei der F war ja einfach. Ja, ja. Also, es sind schwere und einfache Fragen. Und das ist... zieht sich aber Travel Pursuit so durch. Flip, hallo. Geld oder Liebe? So. Geld oder Liebe, ja. Das war Dank auch eine schöne Sendung. Kenne ich auch nicht. Jürgen von der Lippe. Jürgen von der Lippe kenne ich und finde ich großartig. Ich liebe Jürgen von der Lippe. Immer noch. Der ist super. Wusstest du, dass er jetzt seine Show, naja, auf YouTube macht? Show nicht, aber ich habe gesehen, dass er relativ viele YouTube-Videos hat. Ja. ja, ja, doch, doch, da kannst du auch komplett äh, Teile seiner Show, also der macht Super. ja dieses Lesen, ja, ich mit, ich Lesen, Lesen mit Jürgen von der Lippe, glaube ich, oder so heißt die. Super. Super. Die ist wirklich grandios und ich gucke die sehr, sehr gerne. Ja. Und die kann man sich da ja. angucken, auch von ah. früher, Sketche und so weiter. Ja. Vor allem, da gibt es auch diese, das mit dem Lesen habe ich ja eine Folge mal gesehen mit dem Strata. Und die mhm. passen ja wunderbar zusammen. Ja. <laughs> Genau, der Kandidat hat 100 Punkte. Er kann so viele Waschmaschinen mitnehmen, wie er tragen kann. Ganz genau. <laughs> so, dann geht's auf ins Blättern. Diese Folge ist übrigens gesponsert von... Nein, diese Ausgabe wollte ich eigentlich sagen, ist kürzer. Ich glaube, nur 80 Seiten oder... Super, nach, letzten, oder so. nach der letzten Sendung ist es ein Segen, weil der Robin hat ja gar kein Ende gefunden. Nein, wir alle haben kein Ende gefunden und es ging dann bis 0 Uhr und ich war dann echt fertig. Ja. Ja, klar hat er ausgesorgt und braucht die Kohle nicht mehr. Der macht das zum Spaß. Und ich meine, ja. er macht das hervorragend. Ein ja. ganz sympathischer Mensch. Außer, dass er einmal total daneben gelegen hatte. Das kann jedem mal passieren. Weil, weißt du, mit wem er verheiratet war? Nee. Mit der Schreinemarker. Ernsthaft? Mhm, genau, genau, genau. So habe ich auch geguckt, oh. ja. Mit der, wo ich denke, oh Gott, ja. Was ist da passiert? Weil okay. Ich finde die so schrecklich. Ich ja? finde die auch nicht. Aber vielleicht, du weißt ja nicht, wie die ohne ja. Kamera ist. Also vielleicht ist sie genau. ja wirklich eine nette gewesen, das weiß man ja nie. Ja, weiß man nicht. Aber also also gewesen nicht ist so sie schon heiratet? tot? Sie tot nehmen, ne? Hm? Die, die, nein, die sind nicht nein, tot. Ne? Nicht. Also ist noch eine nee. ganz nette. So wollte ich das sagen. Das Letzte, was ich irgendwie gelesen oder gehört hatte, war, dass sie irgendwie Probleme mit der Steuer hatte, weil sie nicht lang genug in Belgien gewohnt hatte. Hm. Das Schicksal vieler rtl brommis die <laughs> grenzüberschreitend gewohnt haben und gedacht haben, sie können Steuern sparen. Fußballspieler mhm. haben das auch gerne gemacht von ja. ersten FC Köln, ne? <laughs> okay. Eine Powerplay, die etwas anders ja. ist, weil sie noch etwas jünger ist und man noch ein bisschen die Herkunft aus dem Muttermagazin mitnimmt mhm. oder einem auffällt, denke ich mal. Ich habe nur kurz, kurz reingeblättert. Ähm, eine Sache muss ich dir aber noch gestehen: Der Verlag Mag und Technik, der war tatsächlich einer meiner Lieblingsverlage. Mhm. Da habe ich wirklich super gerne Sachen gelesen, sei es Zeitschriften oder Bücher. Das war immer für mich so ein Qualitätsmerkmal. Ich mag die gar nicht, aber nee. zumindest ja, die, die, die Lehrbücher Kommt. waren die nicht. Also, das ja, war ja. das war nichts. Die Megamesse. Großer Report Sommer CES in Chicago. Chicago. Monster Magie, finstere Mächte. Curse of the Azur -Bonds. Und ich meine, ist das so hier ist. Ja? Ja, mein mal weiter. Ich gehe mal an mein Regal und schaue mal nach dem Cover. Weil ich meine nämlich, das ist das Cover von Hilfstar. So, wer im Chat weiß es jetzt? Wo ist Christian? Das ist das Cover von Hilfstar mit dem Ritter drauf. Ich sag doch, das ist von Curse of the Azur Bonds. Na, nee, du hast Hilfsfang. Nein. nein, 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 nein. Ah. Hab ich nicht. Nee, nee, nee. Doch, nee, 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 nee. Es gibt keine Beweise. Ich rufe Zeugen auf. Es gibt keine Beweise. Der Chat wird aufgefordert, Rechenschaft abzulegen. Es gibt Keine Beweise. Und weh klippt ja. das. Ja. Alle kurz für Populus. 16-Bit Software in unglaublicher Qualität. Mhm. Oh, guck mal da, World Class Leaderboard Go. Was denn? Foundations Waste? Okay, das sieht keine vermutlich Ahnung. besser aus, wie es wirklich ist, weil hier ja, sieht es ja, ja dann. Ja. 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 Also das Cover hat mich schon, das Spiel selber ist dann wahrscheinlich eher weniger. Ja. Das, das Golfspiel hatte mich zum Beispiel. Da habe Aber ich auch die 64er-Version von ähm, Leaderboard Golf. Hm. Und zwar zwei Versionen und ich bilde mir ein, dass da auch ein World Class dabei ist. Komisch, weil hier steht nur PC, Amiga und Atari. Ja. Aber das heißt ja nichts. Oh, zwei Goblins im Reisefieber hier, Leute. Ich habe. Entschuldigung. Es gab tatsächlich auch die C er version von World. Sehr World gut. Class Leaderboard Golf. Gut, dass Alexander alles griffbereit hat. Ja. Cover ist so Bonds. Ja, mal, Tobi. Nee, das Gute ist, dass ich jetzt einen Kopf, also und so ein Bluetooth-Headset habe, mit dem ich mich jetzt auch frei im Raum bewegen kann. Ja, ja, ja. Ab morgen, das nächste Mal mache ich Workout. auf meiner Yogamatte. In so einem hautengen Body? Natürlich, in ähm, einem Neon-Body. Oh, mit so, Neonfrauen. hier diese, diese Schweißdinger Passend. um. Oh ja, das, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich. Erst war ich erschreckt und schockiert, jetzt freue ich mich drauf. Ja. Äh, Dennis sagt: Selma hat gesagt, dass man den Charakter nach Hilfstar portieren kann. Ganz genau, das habe ich gesagt. Voll 80er, ganz genau. Die nach oben zeigende Big Box. Genau, Alexander macht die nach oben zeigende Big Box. Und das öffnende Handbuch. <laughs> oh, guck mal, hier ist Trekkies unter sich. Mhm. clown Track. Guck mal, das ist noch das Ja, das ist noch nicht ähm, Next Generation. Ne? Das aber ist da gab es Next ähm, Generation schon. Also vermutlich ist das hier noch nicht so direkt Film. angekommen. Bist. Das ist aus dem Film, Na, ja? Ich, Genau, Film. Das muss einer, der zweite oder dritte mhm. sein, ne? Mit Spock und Kirk. Nein, das ist. Diese Uniform gab es im vierten oder fünften, die gab es erst später. Im ersten und zweiten ah, hatten okay. die ganz komische Uniform. Okay. Ja, mit der Frisur kommt der garantiert nicht auf die Brücke, zumindest nicht auf meine. <laughs> Hallo, da war man schon ein bisschen weiter. Da musste man. Die, die, die muss doch keinen Helm tragen, dann konnte man doch auch langes haben. Nee, nee nee, nee. nee, 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 nee. Man muss schon nee. ordentlich aussehen, ja. Okay. Gut. ja. Heinrich Anatol, Michael Hengst, Martin Goldmann, von dem weiß man nicht mehr so viel, oder? Nee, das ist gar Martin Goldmango. Goldmango. Ach, das ist die Abkürzung <laughs> GO und MH, alles klar. Ja. Martin Goldmann? Nee, sagt mir jetzt nichts. Aber. <laughs> Vom Bild schon, aber so danach in Erscheinung auch getreten, glaube ich, eher nicht. Auch vom ne? Bild sagt mir der nichts mehr. Nee. Ja. Henrik Fisch, ja. Ja. Gut, den kennt man. Aber der Boris ist schon weg. Hast du was für ein Beweis? Ich weiß von, von keinem Beweisen was. Hier gibt's keine. Yoga im Borat Menkini, bitte, sagt Wurscht, okay? Ja, hallo, dir auch einen schönen guten Abend und einen schönen Start in die Woche. Irgendwie <laughs> erinnert er mich mehr an Uhura. Ja, da, da ist die Frisur, dann wäre die Frisur okay gewesen. Hier blättern wir drüber. Guck mal, Alexander. Spiele für Erwachsene, das ist was für dich? Nee, weiß ich nicht. Hm? Was meinst du, was sind das? Ich glaube, ich glaube auch. Ich glaube, jeder würde denken, oh, Spiele für Erwachsene, das ist äh, Erotikprodukte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach nur so. Ja. Okay, das ist einfach nur, das ist publisher währung Also bei MicroStyle gibt es Spiele ja. für Erwachsene, nicht für Kinder. Spricht ja, alle ja. Kinder an, weil sie ja Erwachsene-Spiele spielen wollen. Auch nicht Bing. Aber gab es nicht auch ein Honda-Spiel? Könnte sein, dass das Werbung dafür ist. Hätte ich jetzt gesagt, irgendwie. Aber, ah ne, hier, hier sind die. Hier, guck mal. Xenophob. Ah. Da. Honda hm. RF, RVF. Hm. Geht so oder ich habe beide nicht gespielt ich Und? auch nicht ich glaube lohnt sich auch nicht nee oh eine schöne große fette Messe. ja ich musste hier bei den autos gucken das ist so das ist immer so finde ich an den autos erkennt man immer am ehesten wie wie alt oder wie neu so eine mhm. aufnahme ist ja okay Activision spricht, spricht über Mac Warrior und Ghostbusters 2. Aber das hier unten Don't Go Alone, das sieht ja das interessant man, aus. Ja, aber das sagt mir gar nichts. Das habe ich man sogar. Das los um Geistern den Gar ausmachen. Okay, hast du? Cool. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt. Ist das ein Krimi? Nee. Ach, das Cover ja, jetzt, wo du ich das hast. Das hat sagen. mich immer so ein bisschen an Jack Nicholson erinnert. Richtig, ich glaube, das ist auch Absicht gewesen. Mhm. Oh, das sieht ja cool aus. Das habe ich noch nicht. Eieiei. Gut, dass du es hast, Selma. Ja. Du spielst es in CGA, oder? Wollt ihr das sehen? <lacht> <lacht> wollt ihr das wirklich sehen? Also, das sieht wirklich aus. Weiß ich nicht, wie auf dem Pausenhof gezeichnet, also. Mhm. Nee, das würde ich nie spielen. Nee. nee. meine, nee. hier kann man zwar schon Grafik erkennen, aber bei CGA bin ich raus. Nee. Ja. Cool, aber er hat keine Wertung gekriegt, interessant, ne? Also hier bei Moby Games. Achso, äh, kein, kein mobi Score das stimmt, ja. Mhm. ja. Wahrscheinlich haben nicht genug da zugeschrieben. EGA ist schöner, finde ich auch, Tobi. Das finde ich auch. Was ist das hier unten? Conspiracy. Conspiracy. Sind, keine Ahnung. Diese. Hm. Finde ich sieht gar nicht so schlecht. aus. sieht gar nicht so schlecht aus. Aber. Aber? Gibt's nicht. Gibt's nicht, schade. Conspiracy. Das war eher ein Brettspiel, oder? <laughs> ich kann nur mal nach Conspiracy suchen. Mhm. Es gibt eins für die Playstation 3. Für Windows. Ah. Das hier hieß mal Conspiracy. Das KGB? Ja. Aha. Das okay, ist mal auf ein paar Screenshots. Hm. Aber das muss eine ganz, ganz frühe Fassung gewesen sein, weil selbst die Menüführung sieht anders aus. Ich glaube, das ist auch kein gutes Spiel. Also das nee, glaube ich auch. Na, ,3. 3. ich kann mich nicht daran erinnern. Ich auch nicht. Okay. Ich glaube aber, da du hast recht, das ist ein anderes. Das kann nicht sein, guck das mal, ist spannend, ist das mal, ist rund ein... um New York. Ja, ja, nee, nee, das ist das ist was anderes. Da hast recht. Data East. Grand Prix Circuit heißt es Cycles. Wow. Hm. 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 Bin ich auch nicht von überzeugt. Hm. Oh, guck aber mal. Aber yeah. hier. It came from the desert. Ganz tolles Spiel, hatten wir im Replay und ich habe sogar durchgespielt. Warte, warte, warte. Playlist-Knopf, hier ist er. Dass die Welt, die wir kennen, in der wir leben, noch existiert. Verdanken wir nur meinen, dir. Weil ich diese Ameisen hier rechtzeitig gestoppt habe. Richtig. Nein, ein ganz tolles Spiel. Die Grafik ist der Hammer. Es ist eigentlich eine Minispielanhäufung, aber das ist so intelligent gemacht, so stringent, dass es wieder Spaß macht und man das gar nicht merkt. Also ja. ganz, ganz tolles Spiel von Cinemaware. Und es gibt halt auch genug Möglichkeiten, sich anders zu entscheiden und was anders zu machen. Also, ja, würdest du sagen, dass es ein Open World Spiel ist schon? Ja, kann man so sagen, weil du musst, ähm, du kannst die Orte frei besuchen mhm. zu Zeiten deiner Wahl. Das kann Nacht sein, da kann Tag über sein. Und du musst am Ende, wenn du gewinnen willst, eine bestimmte Reihenfolge einhalten, um gewisse Sachen zu finden und zu machen. Und das, ähm, ja, das, das, das ist schon Open World. Ähm, aber das in, ist mehr so eine. Vielleicht, Fläche. vielleicht muss man das ein bisschen einschränken und sagen, das ist eine lineare mhm. Open World oder so? Weil ich habe gerade überlegt. Da habe ich gerade das Problem. Weißt du, du, wenn du vor 18 Uhr in die Radiostation gehst, kannst du mit dem Mädel dann in die Kneipe gehen. Wenn du ähm, zu spät hinkommst, ähm, ist sie schon weg und hat Feierabend. Ja, aber ich das meine, um das. Eine lebendige Spielwelt. Ja. Ich überlege hey, gerade wieder, Open World? wieder Ja, da können wir lange drüber diskutieren. Ähm, ja. Ich überlege, hatte auch heute Nachmittag bei God of War überlegt, weil normalerweise mag ich ja keine Open World. Ist das eine Open World mhm. von God of War? Ich kann, ich kann ja. ganz viele Sachen also, aber die die Open, World, Passagen, die Open World sind. Richtig. Also viele Sachen sind Tunnel, aber dann gibt's wieder ne, da, wo du mit dem Boot bist. Und das dann ist aber eigentlich bist. nur so ein Hub. Es gibt einen Hub ja. und davon aus gibt ja. es lineare Levels. Und wenn das eine <laughs> Open World ist, dann will ich davon mehr, weil damit kann ich wirklich gut leben. Dieses G einfach überall Ubisoft-mäßige Open World mag ich dann nicht. Mhm. Ja. Hallo Robin, dir einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe dein Auto ist äh, wieder zurück bei dir gelandet. Äh, Dennis sagt, hat einer von euch schon Times of Law oder Bad Blood gespielt? Times of Law habe ich nicht gespielt. Bad Blood habe ich so aus dem Bauch raus fünf, sechs Stunden mal vor 20 Jahren gespielt. Times of Law ist doch von Origin, oder? Ja. Ist auch so ein ja, Rollenspiel. Das habe ich, hab ich noch nicht mhm. gespielt. Ähm, kommt aber mal dran, ja. Aber ich wir glaub, fangen noch mit was. Chris, Chris roberts an. gewesen sogar. Ja, müsste sogar ein Chris roberts Spiel sein. Das war der Grund, warum ich es gekauft habe. Weil grafisch gesehen sieht das schon ein bisschen anstrengend aus. <laughs> aber es geht noch, finde ich. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt freuen, weil ich werde jetzt ähm, definitiv mit ähm, Temple of Abschei in den nächsten Wochen anfangen und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Da bin ich auch gespannt. Leia sagt, ich wollte am Wochenende Crime City Amiga spielen. Mhm. Habe ich nie gespielt, glaube ich. Ich auch nicht ist glaube ich auch kein Spiel für mich. Ich habe nur so ein paar Screenshots vor Augen. Robin sagt Auto wieder da. Seit drei Tagen habe ich die Erkältung straight out of hell. Ach, dann eine no. wirklich gute, gute Besserung, Robin. Ach, das ist aber auch eine Scheiße gerade bei dir. Ich Ja, dir die dann skipp aber bitte morgen die Sendung, weil da tust du keinem einen Gefallen, wenn du dann live vor der Kamera zusammenbrichst und wir die, dir nicht helfen können. Morgen die Sendung? Ach, du meinst den den ähm, Abend. Den Big box abend jeden Mittwoch ab oh 20.15 Uhr auf Twitch. Oder 20 Uhr? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, 2015. Nach der Tagesschau. 2015. Okay. Abschalt-Trilogie ist super, sagt Nelson. Ich glaube, äh, da stimmt Alexander dann zu. Ja. Ach, guck mal hier. Oh, guck mal. Ja, Ferris Schuh. macht. Ist das nicht Matthew Modin? Ich dachte, das wäre Ferris macht blau. Aber vielleicht ist das auch nicht. Vielleicht sieht er auch nur so aus. Ich weiß es nicht. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viel Kohle in diesen Handschuh geflossen ist. <laughs> hm, Dragon Wars gibt es bei Interplay. Hier gibt es aber immer eine schöne kleine Erklärung dazu. Das finde ich echt gut. Mhm. Das Neueste von den Das habe ich ja gerne. auch, das Dragon Wars. Ach, das hast du auch? Ich mhm. Also alle Bard's und das was sie mhm. ja dann umändern mussten und irgendwas mit Drachen dann machen mussten. <laughs> Kurzfristig. Mhm. Aber eigentlich ist es Baldur's Gate 4. Baldur's Gate 4, glaube ich nicht. Doch sollte es sein. Baldus Gate 4. Nicht Bart, Entschuldigung, Bart's Tale 4. Ja. Ah, okay. Ja, ja, Bard's Tale natürlich. Dedicated Lurking. Hallo, es kam aus dem Amiga-Regal. Da kann ich dir gerade nicht folgen. Ich auch Robin nicht. sagt: <laughs> Gestern habe ich 16 Stunden geschlafen und die Zeit dazwischen habe ich auf dem Sofa gelegen. Ja, dann. Robin, leg dich wieder hin. Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass du schnell ja, wieder auf dem, auf dem Damm bist. Dragon Wars. Ach, das von Rebecca Heinemann? Geniales Spiel. Habe ich noch nie gespielt, ja. Mhm. Ich auch noch nicht. Aber als ich gesehen und gehört habe, von wem das ist, habe ich dann zugeschlagen. Lucasfilm Games stellt drei neue Spiele vor. Indiana Jones' and The Last Crusade, The Finest Hour, Battle of Britain und. Äh, ach, das war's. Das war's, ne? Das wollte ich nochmal kurz in die Kammer halten. Dragon's Wars. Und zwar in dieser schönen. Pappschachtel, wie dann auch äh, Bards Tale 3 erschienen ist. Also nicht mehr in diesen dünnen Plattencovers, sondern Interplay ist dann in die etwas in die Breite. Du meinst gegangen. Electronic Arts. Interplay und der Ach, Publisher ist, ist dann Electronic Arts, aber es ist von Interplay. Ah, okay. <laughs> so. Ach, Loom ist das andere Spiel gewesen dann. Indiana Jones, Loom und das Actionspiel, okay. Und was ist das hier, Alexander? Um, ist das Star Trek 5? Muss es ja dann sein. Ist ne? auf jeden Fall Scotty. <laughs> ja, sieht so aus. Das muss ich ja auch noch machen. Microprose kündigt F19 Stealth Fighter, F15 Strike Eagle 2, M1 Tank Platoon, Sword of the Samurai. Das Sword of the Samurai okay. fehlt mir noch. Das ist eins der wenigen Sp Microprose Spiele, die, ich auch, die mir fehlen und die ich noch haben möchte. Stunt Car Racer. Sentinel Revs. Ah, Star Trek 4 ist es. The Final Frontier. Mhm. Oh. Spectrum Holobite Bewundert man das feuerrote Original. Auf dem Bildschirm die Fälschung. Eine Corvette Marke Bleifuß. Habe ich Corvette? Mhm. Corvette gesagt. Was ist das denn hier für ein Spiel? Keine Ahnung. Ist das Corvette? Sieht hm. so aus. Das sagt mir gar nichts. Kennt das jemand von euch? Robin sagt, das ist Corvette. Hat das so eine tolle Stadtgrafik gehabt? Also so eine 3D-Stadt wirklich? Shit, nee, das ist falsch, Corvette. Ah, nee. Hier gibt's eins. Auf dem C64. Da sieht die Grafik an on screen aber anders aus. Was haben wir denn hier <laughs> noch? Kann ich das hier sortieren? Nach 87, Test Drive, Street Rod, Supercar, Stunt. Hm. Ach nee, das, ah, okay. Bleifuß heißt das Spiel, sagt Space Jack. Mhm. Ist nicht wett. Ah, wett ist das. Dieses hier. Ja, da ist ja auch eine drauf. Ja. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Mhm. Wir hatten das entwickelt. Sphere. Mhm. Mhm. Woher kenne ich die denn? Falken. Genau, von Falken. Ah, okay. Das ist dann hat dann was mit, vermutlich ähnlich der Falken. Grafik-Engine. Ach, guck mal, da kann man sogar von hinten. Also, so eine Draufsicht. Golden Gate Bridge. Mhm. Also, ich glaube, hätte ich das damals gehabt, wäre ich da ziemlich begeistert von gewesen. Hat das jemand von euch mal gespielt? Mhm. Chicken dir auch einen schönen guten Abend und einen schönen Start in die Woche. Das sieht gut aus. Mhm vermutlich zu teuer und ich würde es eben eh wahrscheinlich nicht spielen deswegen nicht auf die Liste okay schauen wir mal Origin Ultima 6. Knight of Legends was ist denn Knight of Legends ist das das Japanische ähm, zuerst ja, ja 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 okay dieses ist das. Das hatte auch so ein ah. geiles Cover. Ja. Die Bei Mann. ui, Oi. Ui, ui. Ja. Okay, Apple, 64er, DOS. DOS geht, das find finde ich. DOS geht, ja. Leider gibt es vom 64er nicht äh, genügend Screenshots, egal. Ich glaube, das können wir aber beide wahrscheinlich nicht. Oder ich nee. würde es zumindest nicht bezahlen wollen dafür. Ja, ja, ja. Kann man hier seinen Charakter selber pixeln? Sieht so aus, ne? Ja, Graphic Arts Editor, okay. Hm. Interessant. Aber brauche ich, glaube ich, nicht. Guck mal, hier wird der Gameboy vorgestellt. Hier, ja. Und oben der. Ähm Lynx, mhm. ein epix gerät Ja, richtig. So Omega, das ist das mit diesem Panzer gewesen. Space Rogue, ja, also die fehlen mir alle. Windwalker, mhm. das war dieses mit dem Kung Fu oder was, da, da, da mhm. war auch irgendwie. Ah, da ist auf der, ne, ist so ein. Richtig. richtig. fließenden Bewegungen. Richtig. Windwalker habe ich glaube ich komplett. Außer die Box, die fehlt mir. Mhm. Codename Iceman hatte ich ja gespielt. Die erste Hälfte oder den Anfang fand ich ziemlich cool. Der Rest war leider nicht so gut. Mhm. Ah, fett, ja. Das war's auch schon. Mehr, mehr hat Spectrum Hollywood nicht. MS dos im Vormarsch. PCs sind in den USA nicht mehr zu bremsen. Die Programme wurden auf den schnellsten PCs gezeigt. 386 mit Turbo-Modus VGA oder zumindest EGA. Fast alle Spiele werden auf PCs programmiert. Ja. Mehr und mehr Spiele nutzen die volle Farbpalette, die eine VGA-Karte bieten kann. Mit 256 Farben sehen Spiele wie ihr 15 Strike Eagle 2. Was, glaube ich, nicht mal alle 256 Farben unterstützt. Und Star Trek 5, The Final Frontier. Eben war es noch 4 und ich habe mich nämlich gewundert. 4 Final Frontier, also es ist 5. Besonders imposant aus. Okay. Und atliebkarten werden hier vorgestellt. Mhm. Ähm, oh, heute habe ich wohl eine ganz besondere Ausgabe verpasst. Hast du zusammen? Okay. Wir sind gerade erst angefangen. Also, wir sind auf Seite 12. Noch hast du nicht viel verpasst. So eine Adlib werde ich mir bestimmt auch kaufen. <laughs> ich habe keine. Guck mal, Ubisoft. Mm. Hexsider. Das kenne ich auch nicht. Steuert mein Roboter durch sechs Labyrinthe. Also, ich bin mm -hmm. ehrlich gesagt froh, dass diese Labyrinth-Spiele vorbei sind. Dass die Zeit vorbei mm. ist. Ich mag Labyrinthe nicht. Da bin ich nicht so der Freund von. Hm. Mm. Game Boy. Ocean macht's billig. Neue Mission. Falcon Scenery Disc. Ja, das ist äh, Ice, Codename Iceman. Das ist leider der hm, nicht so gute das fehlt Teil. Das mir noch, ja. Ja, ja. hast du glaube ich nicht viel verpasst. Also ich mhm. vermute, du hast dich viel verpasst, weil ich hier auf der Hälfte ausgestiegen bin. Mhm. Römische Zahlen sind schwer. Ja, Timo, das stimmt. Das stimmt. Fehler im Gunship-Handbuch steht da rechts. Alle Amiga-Besitzer, die mit der Hubschrauber-Simulation Gunship-Probleme haben, aufgepasst. Im deutschen Handbuch haben sich zwei kleine, aber entscheidende Druckfehler eingeschlichen. Das Passwort Nocturne muss Nocturne heißen und aus Pure Bird wird Pure Red. Oh, das sind aber wirklich Fehler. Okay. Wer außerdem noch Ärger mit der Grafik hat, sollte mit No Fast Mem seinen Speicher auf 512 Kilobyte verkleinern. nein. <laughs> dieses Problem nicht. Ei, ei, ei. Drei Ultimas auf einen Schlag. Guck mal, hier ist äh, das, die Collection. Mhm. Ja. Die habe ich, ja. Hawkeye. Fünf auf einen Streich. Mhm. Vom preisgekrönten Meister, Spallermeister. Stück Hawkeye bis zum Nummer 1 Spiel California Games. Auf der Powerplay Classics, dafür haben wir ja auch schon ab und zu mal die Werbung gesehen. Das ist eigentlich ziemlich clever, dass sich so eine Spielezeitung mit einem Publisher zusammentut, um dann halt den Namen dafür herzugeben, aber dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass wirklich gute Spiele drauf sind. Ja, das stimmt. Hast du dir jetzt, ist ja da jetzt eine Schachtel umgefallen? Nee, ich habe sie umgedreht. Ach so, das war sehr laut. Wie Champagner muss man immer rütteln. Champagner muss man rütteln? Ja, klar. Sonst äh, funktioniert das nicht. Sonst funktioniert was getreht. nicht. Ist der Alkohol weg, wenn man den nicht dreht? Nee, aber ähm, das... Ähm dass die Kohlensäure sich bildet und so feinperlig ist, und die Hefe, die muss halt immer gemischt werden. Das heißt, das Schamtisierungsprozess okay. Alles klar. Ja, du hast es in den Flaschen und dann wird es alle paar Wochen um eine Viertelflasche gedreht, und das keine Ahnung, wie lange. Guck mal hier. Ach, guck mal hier. Ralf Glau, Holger Paulsen und Harald Unzelmann. Hm. Ja. Er guckt hier rüber und denkt: Meine Fresse, gedreht. jetzt geh doch mal zum Friseur. Ja. Aber schade, ich habe Ariola Software gerne gemocht. 1. August 89 war Ende, okay. Aber United Software gab es dann doch noch wirklich lange, oder? Ja, ja. Die Hintergründe. Keines der beiden Häuser kann man wohl als Nummer 1 bezeichnen. Das Geschäft ist ein ständiges Auf und Ab, bei dem einmal die eine mal die andere Firma vorne liegt. Zudem kann man die Firmen nicht direkt vergleichen, da Rushware nicht nur Spiele-Software, sondern auch computer anbietet. Stimmt, die haben Joysticks und so. Ja, ja, ja. United Software ist allerdings auch nicht daran interessiert, sich damit hervorzuheben, die Nummer 1 in Deutschland zu sein. Es kommt vielmehr darauf an, gute Software zu machen. Das, das sieht doch nicht nach 1989 aus, oder? Nee, nee. Also wenn der Fort hier weg schwere, wäre, könnte man ja. sagen, okay, es ist auch 1969. Hm. Das Hippodrom. Action Fighter. Das sagt auch. Guck mal, hier ist noch eine Schnittmarke drauf. <laughs> Die Hitparade, guck mal. Zack McCracken an erster Stelle. Mm. microprose zocker Okay. Mm. Elite, 29. Monat. <laughs> ja. Al hm. Welche Elite-Version ist denn das, Amiga? Nee. Vermute ich mal. Nee, die ist ja später gekommen, oder? Wir sind 1988 gekommen. So, 12, 24. Das sind keine drei Jahre und die 64er wäre so nicht so von 85, glaube ich. Mhm. Bonito, ne? So roundabout, Zack McCracken würde ich auch spielen, wenn mein Robotron eine Maus könnte. Okay, Gibt es Zack McCracken für das Robotron? Interessant, wusste ich auch nicht. Populous R-Type, Falcon, Maniac Mansion, Great Gianna Sisters, Dungeon Master, TV Sports Football, Grand Prix Circuit, Pool of Radiance, Last Ninja 2, Pirates, Bubble Bobble, Superstar, Eishockey, Katakis, Interceptor. Schon wieder ein Fußball und Hawkeye. Mhm. Und das Fußball und Populous ist das einzige neu. Hm. Kein Fußball in den USA, Alexander. Mm. Mm. Mal, mal von F19 und Pool of Radiance abgesehen mm. ist der Rest alles Action irgendwie, ne? Ah, King's Quest naja, eigentlich. Ja, ist eine gute immer. Mischung aus Action und mehr so Knobelstrategie, mm. ja. Ja. Was ist das denn? Ah, Silkworm. Silkworm. Habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Aber ich habe gesehen, wie Seer dann das mal gespielt hat. Das sah schon ganz gut aus. Der bootet ja auch eine Raubkopie von ms -Los. Ja, dann. Konnte man Sac-Mac-Cracken nicht auch mit Tastatur spielen? Da bin ich mir schon fast ziemlich sicher, dass man das konnte. Gar kein Sierra-Game in den deutschen Charts kann ich alles haben. Wahrscheinlich kommen die auch erst. Hier ist es Alexander. Curse of the Bonds. Oder Azure Bonds. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Azure Bonds. Ja. Ja. Ist auch noch ein ganz gutes. Hey, besonders empfehlenswert. Hm. Neues aus der AD&D Reise Reihe. Rundenreise, Rundreise durch die Fantasy Welt. Interessant hm. sind ja die Namen der Redakteure. Cestelian, Henrik Le Goldi von Farth, Hans Ganter, Ulis Rache und der wilde Heini. Der wilde Heini finde ich gut. Ja, da ist er. Machst du die alle? Ja. Puh. Okay. Bin ich froh, dass du das ich machst? Nee. <laughs> Ich spiele die nicht, das, das ist nichts für mich. Ja, ich werde die spielen. Ich fand die damals schon total faszinierend. Ja, okay. Nicht so. Hallo Okta. Die aber wir schönen Start in die Woche. Aber wir werden natürlich ganz brav mit Pool of Radiance anfangen, weil das war das erste ADOD-Lizenzspiel dann von SSI. Hm. Ne, damit haben sie ja die Reihe dann angefangen für die paar Jahre, wo sie dann die entsprechenden Lizenzrechte hatten. Robin sagt Hans. Ganta ist doch stirb langsam? Ist das, ist das? Okay, weiß ich gar nicht. Ist der nicht Gruber? Ich glaube auch, Hans Gruber. Ich der, der hieß Hans Gruber, ja. Guck mal, oh, -vu guck mal hier, 2. -vu 2. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich habe alle bis auf Déjà-vu 2. Das ist halt besonders teuer, das ist mit so einer Plastikmaske. Mit so einer um, weißen, ne? Ja, genau. Ja, ja. Wobei das ja nachgemacht war, bei Infocom gibt es ja auch ein Adventure, was ja auch so eine Plastikmaske hat. Mhm. Das habe ich auch nie gespielt, aber da hätte ich echt mal Lust drauf. Wir hatten ja bei uns Uninvited gespielt, das war das zweite Spiel. Ähm, Déjà-vu und Shadowgate liegen hier noch auf Halde. <laughs> Uber, ja, meine ich auch. Ich habe die mal auf Gok angespielt aber bei keinem von diesen SSI Games weitergekommen. Ja, die sind auch mhm. nicht einfach. Nein. Das fehlte mir noch, also das da würde ich jetzt auch nicht nein sagen bei Shogun, aber du hast es ja, glaube ich, oder? Ich habe es, das werden wir ja. auch gemeinsam spielen und schau dir mal allein diese Grafiken ja. an. Die sehen aus wie von japanischen ähm, Zeichnern gemacht, ne? Und das verstehe ich nicht. Guck mal, die Grafik sie ist wunderschön. 63% mhm. Die Grafik finde ich jetzt auch nicht schlecht. 60%. Ja. Diese Grafik 72. Wegen der Übersichtskarte. Keine Ahnung warum. Hm. Ja, ich gut. bin bei dir, die anderen sehen schöner aus, ja. Ist vielleicht auch, vielleicht fließt, fließt da ja auch Innovation in der Zeit ein und das ist natürlich dann schwer, rückblickend zu betrachten. Hm. Aber ich finde das toll hier. Ich freue mich da schon drauf. Ja, fantastisch. So, und das, ähm, da hätte ich kein Spiel ähm, gekauft, wenn ähm, der Werbetreibende eine Person darstellt, weiter hoch. Geh nochmal ein ganz kleines Tick hoch zum Bild, der da. Ja, wie soll ich sagen? Also. Ja, wie willst du denn sagen? Der, Spiel, der spielt kein Spiel, sondern was macht was anderes. Ja, was denn? Ja, guckt. Mit ja, einem Joystick, der hat Spaß mit, mit seinem Joystick. Joystick. So, genau. was, hm? Ja. Also unmöglich. Wie Dinn. Ist das? Wie, wie Return of Obra Din? Na, echt? Nee, ich glaube, das hat mehr, mehr. Das ist ja ein Textadventure. Ich glaube, da muss man mehr. Bei Obradin muss man ja nur logische Schlüsse ziehen. Also transportiert auch eine Story, die man sich aber selber zusammenbaut. Ich glaube, hier wird, wird man da eher ja. so durch an die Hand genommen. Ja. Die und jedes Mal, wenn das Stichwort fällt, sage ich, eins der besten Spiele der letzten Jahre. Absolut. Ach, du meinst die Grafik, wie war Oberdin? Die Grafik Nein. von Oberadin war doch 3D, richtig. War 3D und war ja eher im Apple II-Stil gehalten. Ja, während, ähm, oder nicht Apple II, der Macintosh, ne? Den ersten. Ja. Ne, mit man, konnte, man, kon man konnte das, man konnte auch irgendwie auf Gameboy wechseln und so. Da gab es mehrere Filter. Ja. Ich. Ja. Äh, alte Leseprüfe finde ich auch gut. Xam sagt, die Computerwerbungen sind für mich immer die interessantesten Beiträge. Okay. Warte. Die nächste Compu Werbung für Hardware gucken wir uns genau an. So, das sind die Tipps. Populus: 140, mhm. oh. 296, 500. Weißt du, was für eine scheiß Arbeit das war? 500 Passwörter sich zu überlegen. Ja, ich. Vor allem, das sind ja alles Fantasienamen, ne? Burde, Bo, Bobert, ja. Nimuspal. Also alles ist richtig, alles richtig. Es ist wirklich nicht einfach. Aber hinter den 500 verschiedenen Passwörtern, die du dir gerade alle überlegt hast, ist ja auch jemand eine der Karte. Welt. Ja, das stimmt. Also das heißt, auch jemand die, muss, ja. muss auch eine also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Masse, Masse, Masse. Kennt ihr jemanden, der Populus schon mal durchgespielt hat? 361 trifft's aber. <laughs> Burnout-Job. Burnout Job. Ja, absolut richtig. Xam ähm, sagt. Ach, hier kann man es ja fragen. Ich suche ein IBM-Schreibmaschinen-Typenrad oder gar Kugelkopf. Aber mit Centronics hat zufällig jemand einen für Sammler abzugeben? Ich habe eine Schreibmaschine, aber keine mit Centronics. Also schon gar nichts Elektrisches. Und von IBM ist die auch nicht. Also ich hm. habe auch nur eine so. Amogo Am Boy, ja. Ich spiele immer wieder mal zwischendurch Populous. Okay, ich. Nicht so, ja. <laughs> ja, wenn man Populus durchspielt, Chicken Pelz, dann gewinnt man einen Preis, der das Leben verändert. Richtig. Übrigens, IT-Experten küren MB2. Das verstehe ich nicht. Zum sichersten Passwort. Das ist bestimmt, ein, ist bestimmt ein Witz, aber ich verstehe es nicht. Das Schwierigste bei Populous ist, das Spiel zu verlassen oder neu zu starten. Ist das so? Okay. Gibt es nicht Alt-X, Alt-Q oder sowas? Hm, Sierra-Spiele leicht gemacht. Battle Fox 1942. Ach, das suche ich ja auch noch. Ich dachte, du hättest, hattest du nicht so ein Kicks-Release gekauft? Nee, leid, nee, nee, hatte ich nicht. Ach so. Mm -mm. Hallo Freaks! Hallo! Joysoft-Werbung. Eure ja. Petra. Hallo Freaks! <laughs> Leser helfen Lesern. Bei Hallo Freaks werden Fragen verzweifelter Spieler veröffentlicht. Wer die Lösung zu einem Problem kennt, sollte uns schreiben, damit wir sie abdrucken können. Ah, okay, das hat mit Joysoft nichts zu tun. Wasteland. Legend of Black Silver? Okay. Auch wieder so ein Labyrinthspiel. So. Ah, das ist keine. Ich glaube, die Hardware meinte Xam nicht. Oh, guck mal hier. Markt und Technik. Kundendienst ist für uns kein leeres Schlagwort. Wir beraten sie kostenlos bei der Gestaltung und Formulierung ihrer Anzeigen. Ja. Gab es mal eine Zeit, wo dieser Zeichenstil irgendwie in war? Hier? Ich finde, das ist zeitlos. Ja? Ja. Okay. Ja. Wie viele ja, Tipps Viele das Karten, ne? Ja. ja. Guck mal, Ultima 5. Das haben wir im Drucker ausgedruckt, oder? Und grafisch mit einem Grafikprogramm erstellt, oder? Was meinst du? Wie mit dem Drucker oh, ausgedruckt. Das ist, nicht, das ist doch nicht mit der Hand gezeichnet, oder? Ach so, nee, das glaube ich auch nicht. Das na, ist nicht gucken, mit der Hand gezeichnet. Um, das ist ja alles gleich hier. Ich glaube, das ist irgendwie. Ja. Na, mit dem Programm, mit irgendeinem Grafikprogramm und dann. Möglich, vielleicht gab es auch von Origin irgendwas dabei, wo man Karten erstellen konnte für solche Sachen. Ich habe keine Ahnung. Oder jemand hat. Ich weiß es nicht. Postspiel-Fußballmanager. Das ist doch das, was Robin immer mhm. gespielt hat. Ja. Ach, Robin das das hatte den Kicks-Release. Du warst, alles klar. Na, der Witz ist ja, wenn man das sicherste Passwort ist, wäre ja jeder, der es benutzt, wenn er bekannt ist, ziemlich unsicher. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. <laughs> Hallo Eicher. Hallo Petra. Guck mal, hier kannst du Punkte hinschicken. Mhm, ja. Ist hier irgendwas, was du auch gespielt hast? Ne. Test Drive 2, aber ich kann mich nicht an meine Punkte erinnern. Schade. Grand Monster Slam auch, aber auch okay. nicht. Guck mal hier. Der beste Wert von Robocop. Heinrich Lenhardt. Oh. Dragon Spirit, auch. Henrik Fisch. Die lassen sich nicht vom Thron rütteln hier. Ja, wie viele gab es denn, die eine PC-Engine hatten? Wahrscheinlich nicht so viele in Deutschland. Ich schätze mal, das war die PC-Engine der Redaktion, wo der lieber Henrik seine Rekorde aufgestellt hat. ich auch. Heimlich abends mitgenommen. Okay. Starkiller. Hm. Es kam aus der Mikrowelle. Absolut nicht mein Humor, kann ich gar nichts mit anfangen. Mein grafisch nicht schlecht gemacht, ne? Auch mein Aber Zeichenstil ist es nicht, also. Nee. Okay. Ich bin die Geisel der Galaxis-Mann. Ah ja, okay, verstehe. Oh, wie viel? Zwei Seiten mhm. Comics. Oh, jetzt kommen wir zur Erwachsenen-Software. PC Engine, ganz genau. Die andere Software, Software für ein Atari ST oder Mega aussuchen, entspricht jetzt einer völlig neuen Erfahrung. Schauen Sie nach Microstatus. Microstatus Software ist speziell für starke Computer und kluge Köpfe entwickelt worden. Für große Joysticks, die lange ihren Mann stehen können. Und ist genauso clever und anspruchsvoll wie ihre Spieler. Bei jedem Spiel dieser Marke werden Sie erkennen, dass die Allerneueste Technologie verwendet wurde, um aufregende Spielsituationen und eine wirkliche Herausforderung zu kreieren. Was? Wer schreibt, was ist das? Das, ist, das liest sich eher wie ein Aprilscherz. Und das hier ist ja wohl irgendwie ein Stockfoto für, keine Ahnung, irgendeinen Kleidungshersteller, oh, 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 oh. ja. Vor allen Dingen gab es da keinen Hintergrund, sodass man es lesen konnte. Die ersten zwei Total Eclipse und Dark Side, sind bereits auf dem Markt. Jetzt ist es an der Zeit, nach einem neuen Statussymbol Ausschau zu nach halten. Diesem neuen nach diesem neuen Statussymbol. Nach diesem neuen Statussymbol. Alles mm. klar. Lässt die Haare voluminöser aussehen, ganz genau. Das mit dem Joystick hast du heimlich hinzugedichtet. Das stimmt, das habe ich heimlich hinzugedichtet. <laughs> für FDPler. Ja, richtig. Schat ich habe mich, mich gerade gefühlt Fall wie im Gottesdienst. <laughs> Kennst du das, wenn, wenn da die Lieder gesungen werden und du hast dich irgendwie vertan und suchst dann nach der <laughs> richtigen Stelle im Liederbuch, so, wo sind die denn jetzt? So habe <laughs> ich mich gerade gefühlt. So, was liest du da vor? Eicher sagt, Zitat aus dem Film Das Boot, gib dem Pud gibt dem Luder ganz viel Puder. Okay? <laughs> Kann ich mich Genau, nicht das erinnern. ist die Szene, wo die, wo die doch ähm, Läuse haben und mit dem Puder sich äh, ah, okay. Die Schrift ist wie weißer Adler auf weißem Grund. Ja, genau. Xam sagt, komm, lass uns die Schrift in der gleichen Farbe machen, wie die dominierende Bildfarbe. Ganz genau. Ja. Der Herr da unten löst meinen Geider aus. Was ist denn ein Geider? Gator, okay, mit Pfeife. Ja, damals hat man noch krebserregende Sachen gemacht. Ja, er hält die ja nur in der Hand. Das ist ja nicht krebserregend. Ah, der hält die Hand. Okay, in der Hand halten geht noch. Ja, ja, ja. Ich finde doch das Logo irgendwie. Microstatus. Also wie mein, mein... meine Software vermittelt einen Status. Ja, ein Mikrostatus. Ja, ja, genau wie Microstyle, klar. Aber trotzdem. Ah, Robin hat schon die die ich ich, ich habe so in Erinnerung, dass die Spiele nicht gut waren. Das weil mhm. die Namen kenne ich schon. Über die sind wir schon mal gestolpert. Ah das. Ach, okay. Ah, okay, das ist eins von den Freescape Spielen. Total Eclipse. Ja, das war wirklich gar nicht so schlecht. Dann verwechsel ich das, glaube ich. Dann verwechsle ich das. Ja. Das kenne ich gar nicht. Mhm. Das hatten wir schon mal. Dieses komische Cover? Das hat man. Ja, von Screenshots her, weil uns das ein bisschen erinnert hatte an ähm, Tau Ceti und andere Spiele. Das sieht auch wirklich gar nicht so uninteressant aus. Mhm. Guck mal sogar ich glaub, 3D auf dem C4. Das gesagt beim letzten Mal. Glaube ich auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kommt mir sehr bekannt. Ich habe ein déjà gerade, ja. Ja, 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 okay. Ich, ich leider nicht. Aber dieses komische Darkseid, also diese Schrift, diese, diese komische Schrift, da, da erinnere ich mich auch an was. Aber machen wir uns nichts vor, wird nie in meiner Sammlung landen. Kennt ihr nicht diese CA-Werbung mit Alice im Fashionland? Das Ziel passt 1A. Mm -mm. Nee, kenne ich nicht. Der hat bestimmt einen Quickshot, <laughs> ganz genau. Als Microprose-Sammler gehört. Das irgendwie dazu, so wie Spectrum, Holobite, ja. Ja. Aber bin ich jetzt ja zum Glück nicht. Kult Alexander. Habe ich nie gespielt. Habe ich. Glaube ich. Doch, doch, ich glaube, ja. da hatten wir auch schon. Ja, 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 hatten wir drüber gesprochen, ja. Ist schon, äh, es sieht, sieht schon interessant, interessant aus. Uninteressant aus, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Und hat also, ja auch eine mal gespannt. Gute Bewertung gekriegt. Grafik, Sound. Ja. Ist halt schwer. Mit schlauen Rätseln und grimmigem Humor. Mhm. Weird Dreams. Mhm. Sagt mir... Uh. Sagt mir das nichts sieht weird aus. Abstrakte Abenteuer in bizarren Albtraum-Szenarios, okay. Ah, nee, das liegt mir nicht. Nee. Personal Nightmare mir auch nicht. Horrorsoft, okay. Britischer Gruselcocktail für nervenstarke Adventure-Anhänger. Grafik sieht trotzdem nicht schlecht aus, aber ist halt Horrorsoft. Das sei Wen schon soll's aus. da bitte gruseln? Viele läppische Bilder der dämonischen Finstermänner entlocken jeden videogestellten Achtjährigen allenfalls ein amüsiertes Glucksen. Er ist im Laufe des Spiels gewinnt die Grafik allmählich an Qualität. So richtig fürchten gelernt habe ich dagegen das nervige Diskettenwechseln. Das Menüsystem wurde recht und schlecht bei den ICOM Adventures Uninvited Déjà-vu abgekupfert. Grundidee und Story von Personal Nightmares sind wirklich nicht übel, doch bei, den Ausführ bei der Ausführung hapert's. Der blanke ja. Horror ist der Preis: 99 d -Mark. Timo hey, ich sagt auch, das Personal ist ich der gemacht. Vorgänger von Elvira. Ja, ja, Softs. Ah, iPhone. okay, Vorgänger von Elvira. Ja. Ja. Ich finde schon den Kompass total scheiße dargestellt. Das wäre alles Da hätte sich lieber gut. nur mit Pfeilen gearbeitet, ja. Ja, sieht irgendwie komisch aus, ne? Aber ja. immerhin ist die Schrift gut zu sehen, zu lesen. Ja, also. Das stimmt, das stimmt. Robin, schlaf gut, gute Besserung, erhol dich. Gute gut. Nacht. Schön, hier Vigvapurup. Ab geht's. Aber nicht an Einstellen, das tut weh. <laughs> ah! Guck mal hier, SimCity. Wo Alexander wieder sein Vigvapurup-Erfahrung hatte, ne? <lacht> <lacht> <laughs> nee, ich habe Rückenschmerzen. Gemacht? Warum? Ich nee, war nee, erkältet. Nee. Wie hast du denn Rückenschmerzen davon gekriegt? Ja, aber mit einschmieren habe ich mich so weit nach unten gebeugt. <laughs> Meine Mutter hat mir mal empfohlen als Student, als es mir nicht gut ging, dass ich Vip Vaporub in eine heiße Badewanne reintue. Also auflöse ein bisschen. Nicht viel, ein bisschen. Ich wusste aber nicht, was ein bisschen ist. Ich also die halbe Ding da reingetan. Oh. Dann habe ich mich in die Badewanne reingesetzt. Ich sage dir... Das war sehr unangenehm. Vor allem, als ich rauskam, hatte ich so einen Schüttelfrost. Eine halbe Stunde habe ich nur noch geklappert, weil alles, alles, ne, alles, alles kalt wurde. Ja, 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 ja. ja, ja. Das war so schrecklich. Nie wieder. Bis ich habe meine die Augen, Augen gefragt. Genau. Hast du sie nicht mehr alle? Ja? Wie, kann, wie, wie viel hast du da reingetan? Eine Messerspitze? Nee, die halbe, <lacht> <lacht> halbe Döschen oder wie viel das war. Also ganz schlimm. Horrorsoft hieß doch später Adventure Soft und die haben Simon the Sorcerer entwickelt. Ganz genau Moonwalker. Da gehe ich auch kurz in der ersten Folge von Simon the Sorcerer drauf ein. Oh, weil, ja, brennt. Ja, SimCity. Ja, Super. haben wir gerade im Replay. Mhm. Was ich, ah, das ist die 64er-Version, die hier gerade rechts gezeigt wird. Die hat so 39 bekommen. Die ist nicht so gut mhm. angekommen. Das nee. war die Version, die ich am meisten gespielt habe. Und das ist die Version, die am Donnerstag kommt. Und ich fand es ehrlich gesagt ganz gut, weil bei der Version wirklich das Kopfkino wesentlich besser funktioniert als bei der Amiga- oder PC-Version, wo die Grafik schon detaillierter ist. Weil mhm. man stellt sich dann vor, wenn so ein Quadrat bei einem Commercial Center oder im Wohngebiet auftaucht, wie da ein Haus gebaut wird und entsteht. Also das ist schon ganz witzig. Ich muss gestehen, so war das bei mir auch. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, dass die C64 Version so doof aussieht, weil meiner Fantasie hatte die auch Häuser und sowas. Ich habe mhm. mir da aber nie mhm. drüber Gedanken gemacht, natürlich geht das bei der Auflösung auf dem C64 gar nicht. Ja. Ich habe erst Jahre dann irgendwann später wieder rausgefunden, dass die C64 Version eigentlich gar nicht so doof, gar nicht so toll aussah, weil dieses schwarze, nee. dann hast du überall diese schwarzen Klötze ja. und so da drin, das war ja. das war nicht toll. Nein. Das ist die schwächste Version bisher. Ja, ne? ja, das sieht schon besser aus. Ne? Das sieht besser aus. Ne? Und da ist auch die Menüstruktur zum Beispiel auf der rechten Seite. Und es sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel hast du bei der Amiga-Version ähm, eine Polizeistation und eine Feuerwehrstation. Die hast du bei der 64er-Version nicht gehabt, Selma. Bei der 64er-Version hast du aber die Möglichkeit, eine ähm, Wasserversorgung aufzubauen um den Wert der Grundstücke zu steigern. Das gibt es wiederum nicht bei der Amiga und der DOS-Version. Bei der Amiga und der DOS-Version gibt es aber wiederum die Eisenbahn, die gibt es wieder nicht bei der 64er-Version. Also es sind schon Unterschiede drin, die ich ähm, am ja. Sonntag, als ich dann das Spiel gespielt habe und die Aufnahme gemacht habe, über die ich dann gestolpert bin. Und das war auch ganz gut so mal zu sehen. Aber das Grundprinzip, das ist gleich geblieben und die Faszination, die dadurch entsteht. Für mich gibt es auch in SimCity 1 keine Eisenbahn. Komm, 5064. Mhm. Mhm. Und was auch sehr befremdlich bei der 64er-Version war, Selma, bei der Amiga- und PC-Version wird hier ähm, das Datum, der Monat und dein Geld eingeblendet. Bei der 64er-Version wird nur das Geld angeblendet, eingeblendet und du kannst nur erkennen, dass ein Jahr vorbei ist, weil ein kleines Textnachricht erscheint, dass die Texte eingetrieben worden sind, also die Steuern und dann steigt deine. Aber das war es auch. Mhm. Und das fand ich auch nicht so prickelnd. Mm, das verstehe ich. Ähm, <laughs> genau, Schinkenpelz fragt, und seitdem hast du keine Erkältungen mehr? Vic Obelix sagt CrazyBorg. Borg. abgehärtet. <laughs> ähm, ich hatte mal, sagt Leia, ich, Erfahrung, ich hatte mal Chinaöl am, ihr wisst schon, die Erfahrung, die keiner braucht. Oh, ich will jetzt nicht nein. wissen, wie du mich wieder Chinaöl China China Schleim heute. sind zwei Sachen, die sich nicht vertragen. Nein, 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 nein. Hast du gesagt, die C64-Version habe ich auch gespielt? Und Timo sagt, mit dem C64 einmal außerhalb und einmal innerhalb der Klammern. Außerhalb und immer. Sag mal. Achso, hier. Und hier, ich glaube auch Amiga, weil das die beiden Versionen sind, die hier getestet wurden sind, die äh, ja. außerhalb der Klammern. Aber eigentlich hat die 64 er in der Klammer nichts zu suchen, ne? Warum? Naja, Amiga und C64 wird hier getestet und es gibt noch eine Atari und eine MS-DOS-Version, die nicht getestet wurde. Ach so, meinst du Klammern. das, ja, hast du wahrscheinlich hm? recht, ja. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Hat der Hengst mal wieder Scheiße gebaut, ja? <laughs> Beim SimCity stammt damals aus einem Level-Editor-Tool für Raid on Bungling Bay. Ja, richtig, richtig ja. Und wusstet ihr, dass Will ähm, Wright jahrelang versucht hat, einen Publisher zu finden für SimCity, keinen gefunden hat und deshalb Maxis gegründet hat? Das wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass SimCity ja. das erste Spiel war von Maxis. Das, das war das erste Spiel, genau. Und die 64er-Version ist interessanterweise die Primärversion. Also das ist die, die wirklich Will Wright nach Raid on Bangalore Bay programmiert hat und mit dem man dann hausieren waren. Genau. Die Amiga und die DOS-Version, die sind zwar zur gleichen Zeit rausgekommen, 89, die waren aber ja, Weiterentwicklungen der 64er-Version. Nelson sagte, ich hatte auch erst nur die C64 und und war damit sehr zufrieden. Ich glaube, mhm. weil es halt neu war. War halt eine Novität und deswegen hat, hat wir kannten ja. nichts Besseres. Deswegen war das glaube ich okay. Ich würde das nicht so relativieren. Ich, ich kannte ja was Besseres. Die Amiga-Version. Und trotzdem hatte ich meinen Spaß am Sonntag. Okay. Es hat also funktioniert. Ich, ich kannte nichts Besseres. Schaltet Aber am Donnerstag ein ab 19 Uhr bei uns SimCity auf dem 64er. Marc sagt, gab es schon überhaupt vorher so Aufbausimulationen? Hm. Nee. Wo man nee. direkt gesehen hat? Ich glaube auch nicht. Wo man so direkt festgelegt hat, da kommen Gebäude hin. Vor allem, es ist ja eher auch so eine indirekte Steuerung, ne? weil du weißt ja nur die Baugebiete aus, bis auf die mhm. Sondergebäude, die du platzieren kannst, ne? Nee, ich glaube nicht. Das müsste tatsächlich der erste gewesen Aber sein. Aber sowas gab's auch außerhalb von SimCity später erst gar nicht. Das ist jetzt irgendwie die letzten paar Jahre erst wieder richtig in geworden. No, das so war doch so ein Spiel. Hast du da auch nur Gebiete eingebaut? Ich dachte, jetzt da direkt Gebäude gebaut. Ähm, du hast recht. Gebäude, die okay. sich dann entsprechend weiterentwickelt haben. Hm, du hast recht. Gebäude. Ja, ja keine Gebiete, Gebäude. Mhm. Ja, du hast recht. Ähm, hallo Lord Adamus. In Kaiser hat man doch auch keine Gebiete ausgemalt und gesagt, okay, hier kannst du Produktion hinbauen oder nee, sowas. Also da hast du bei Winden Kaiser hast, genau, genau, da hast du aus einer Liste ja. was ausgewählt. Das ja. würde ich jetzt auch noch nicht so in dieser Art ja. aufbauen. Nee, das ist schon, das ist schon einmalig und vor allem ist es ja, es entspricht ja der Realität als Stadtplaner, ne? Du weist Gebiete aus, du baust die Infrastruktur aus, du baust vielleicht ähm, als Kommune dann die Gemeindehalle oder das Rathaus ja, oder die Feuerwehr. <laughs> also tolles Spiel, tolles Spielprinzip und ich bin echt froh, Selma, dass wir das im Replay haben. Und ich freue mich vor allem darauf, wenn du mal die DOS-Enhanced-Version ja. spielst, die weil das auch ist noch. etwas, was der Selma sich anschauen wird und das ja. wird bestimmt ganz witzig. Die SNES-Fassung soll die beste sein. Ja, crazy bock. Das habe ich auch oft gehört. Die habe ich aber noch nie gespielt. Die kommt dann nächste oder übernächste Woche. Also das wird die nächste Portierungsfolge sein, die ich ausprobieren werde. Und ich bin gespannt, wie sich das Ding mit dem Gamepad steuern lässt. Free sagt auch, die SNES ist übelst gut und mit Abstand am besten, aber auch ein bisschen unfair, da sie erst später kam. Ja. Aber es gibt auch genug Beispiele, glaube ich, wo eine Version später gekommen ist und trotzdem schlechter war wie die, Vor also mhm. die andere Version. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob auch eine Version wirklich für den Atari erschienen ist. Ich gucke mal gerade bei Movie Games, weil da bin ich bei meinen Recherchen nämlich nicht drüber gestolpert. Du hattest ein Gebiet und konntest darauf bestimmte Ge Gebäude richten. Nee, natürlich nicht so weil bei SimCity. Genau, das ist klar, aber, aber uns ging es jetzt primär, gab es schon mal sowas wie bei SimCity davor. Wo man halt diese Gebiete eingerichtet hat und dann die KI gebaut hat. Alles klar. Also Atari ST gab es auch. Ja, Ja, sehe ich jetzt hier. Lade. Hallo. Dir einen schönen starken Start in die Woche. Mule ist vielleicht noch in diesem Zusammenhang zu, zu nennen. Oh, oh, nee, 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 nee. Also Mule spiele ich sehr gerne, aber das ist ja eher ein Brettspiel äh, mit einer Handelssimulation äh, verbunden. Ich Klar, glaube, ich es geht jetzt eher um den Ausbauaspekt, aber baust du da Ge Direktgebäude oder lässt du die bauen, weiß ich jetzt ehrlich nee, gesagt. Nee, ich glaube, du baust Direktgebäude, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht Ich weiß es auch nicht mehr. mehr. Ja. Und nu nur darum ging es uns, dass man halt wie okay, okay. in so einer Göttersimulation er sagt, Baugewerbegebiet hier und die KI baut das dann. Ja. Die, Wir die Wertung ist wirklich fair, als könnte man Amiga und C64 vergleichen. Oder welcher Amiga ist da gemeint? Vermutlich der 500, aber es, es geht, glaube ich, auch nicht um den Vergleich. Ja. Ui, hallo! Dir einen schönen Start in die Woche und einen schönen guten Abend. Mein Nachbar ist schon wieder seit über einer Stunde dabei, in sein Telefon zu schreien. Hat. Da hätte ich ja Bock drauf. Das soll aufhören, mit zu Hause zu telefonieren. Richtig. Für welches System gab ein? es im City nicht. Ich glaube, die Liste ist kleiner, korrekt. So ähnlich ja, bei Lemmings, ja. glaube ich, ja. Genau. Sogar für so Sachen wie Arcon 32 Bit, ja. BBC Micro. Palm OS. Und lustigerweise <laughs> die Version habe ich auch gespielt auf meinem Palm. <laughs> ja, das habe ich nicht. Nee, da kann ich nicht mit dienen. Ja, tolles Spiel. Ja. Oh, hier kommt nochmal Micro-Status, Dark Side. Oh. Adventure, Freescape, 3D. Total auf Eclipse. Die Tür. Das ist ein schönes Spiel, da freue ich mich drauf. Ist ein Action-Adventure in 3D. Welches? Dark Side? Nee, Total Eclipse. Ach so. Mhm. Da ist der Screenshot unten rechts auch. Da, genau. Ja, ist auch und so ein Schlüssel und, Ähnliches. und da ist so ein Flugzeug auf der linken Seite. So ein Doppeldecker. So ein bisschen Indiana Jones. Da bin ich auch gespannt. Oh, guck mal. Oh, Waterloo. Waterloo. Ja. Yeah. 74. Doctor. Das ist gar nicht so schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, das wird eher, eher abgestraft. Nee? Genau. Relais really move to Montpellier. Ja. Also, wer sich immer ja. gefragt hat, wo unser. Unsere spöttische Bemerkung zu to, to Dr. Peter Turken oder wie er heißt, der kommt hier. Das, äh, yeah. Ich glaube, dass die Spiele auch gar nicht schlecht sind. Ich finde, die haben, schon ein, die, die haben schon etwas Interessantes dabei. Aber wenn man dieses Spiel erstmal so sieht, dann sieht das nicht wirklich interessant aus. Und vor allen Dingen ist das ein Strategiespiel mit ein paar Taktikelementen. Was aber ein Textparser hat. Man muss das, was passiert, ja. kann man nicht klicken oder mit der Maus irgendwo Man muss den, man muss Text eingeben und das hat, muss man auch in einem gewissen Syntax eingeben und der Syntax muss eine gewisse Struktur haben. Und das macht das Ganze schon. Äh, aber trotzdem, ich freue mich drauf. Ich werde die auf jeden Fall spielen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Hierbei ja, keinen Sound Crazy Board. Genau, null Sound, gar nichts. Nehmen wir an das morgendliche Gezwitschere von nee, Frühling. Auch nicht. im Intro, es gibt gar nichts. Gar nichts. Es gibt Der Selma ]en. hatte mich damit bewichtelt und das hat dann dazu geführt, dass ich mir alle gekauft habe. Ja. Du hast das sogar, sogar das mit, das, äh, äh, mit den Segelschiffen, ne? Genau, das Armada. Da ah. freue ich mich am meisten drauf. Armada und Rednaut. Erster Stimmt. Weltkrieg. Stimmt, die fehlen mir noch. Ähm Mach's gut, hast du und zu Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Abend und vor allen Dingen eine entspannte Woche. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns Freitag wieder. SimCity gab es sogar auf Symbian und Palmo ist, ganz genau. Hatte so Organizer, da lief, glaube ich, PS1-Spiele drauf. Sony Ericsson war glaub äh, es, glaube ich. Es gab so ein Sony Ericsson-Telefon, wo. Weiß ich, ob es PS1-Spiele drauf wo auf jeden Fall Spiele drauf liefen, ja. Ja, Crazy Boy, gute Frage. Gute Frage, wie man das kann. Frage ich mich auch. Wie kann man in den 90ern noch ein Spiel ohne Sound rausbringen? Yep. Oh, Steel Thunder. Das suche ich auch noch. Das fehlt mir noch. Und zwar nicht die C64. Oder gab es das nur für den C64? Ich weiß es nicht. Ich hätte es nee, glaube ms steht da. Da steht der MS-DOS noch. Ah, ja. Die, MS -DOS. die ist auch getestet worden, mal. Guck mal hier. Die MS DOS-Version fehlt mir noch, die hätte ich gerne, weil mhm. das ist Naja, ich glaube, man könnte sagen, der geistige Vorgänger von Gunboat. Hm. Ist die gleiche Engine, das gleiche Team, aber halt vorher. Und das ist. Ich würde das gerne noch einmal replayen in der M1 Abrahams Reihe. Was ich cool finde bei der Grafik Selma, ist nicht nur, dass hier die ganzen Armaturen mit den Knöpfen dargestellt werden, da bin ich ja immer ein großer Fan von, sondern dass bei diesem Zielfernglas ähm, die Vergrößerung tatsächlich ja. vorliegt. Ne? Das ist echt cool gemacht. Ich finde, das sieht auch wirklich gut aus. Nelson sagt, er hatte mir das verkauft. Hast du, dann habe ich das. Ich hab, ich hab, ich muss gestehen, ich habe bestimmt das letzte Jahr 15 Spiele oder so. Auch von Nelson und die habe ich noch nicht in meine Liste eingetragen. Deswegen weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Selma. Also eventuell habe ich das sogar. Ein Spiel kommt an, dann wird es in die Kamera gehalten am Blätterabend und dann wird es in der Woche, bevor es dann verstaut wird, in die Liste eingetragen. So mache ich das. Alexander ist da sehr vorbildlich. Äh, das Smartphone Ericsson P90. Genau das Ding war es. Ach, das Ding. Ich gewusst. P900. Das war ein P900, okay. Ein Ding zum Aufklappen. Cooles Ding. Kenne ich nicht. Er hat den ah, Krieg. suspendiert, laut Screenshot. Ja, habe ich auch gerade gesehen. War suspended. Ach so. Ja, stimmt. Oh, guck mal, was da kommt. Millennium 2.2. Das ist suche nur ich geht. Da immer noch. Ist nur geht so. Ist nur geht so. Aber findest du auch, geht so? Nein, das ist genial, Nein, das Spiel. Ne? Ja. Ach, guck dir mal die Grafik alleine an. Ja, wobei das ist, glaube ich, hier die Amiga-Version, die sieht ein bisschen besser aus. Ich habe die DOS-Version, mhm. die sieht nicht ganz so okay. gut aus. Okay. Aber ich finde das toll. Alleine von der Immersion ist von mhm. Iron Bird. Und äh, wer daran Interesse hat, kann sich in der Playlist das letzte Spiel von ihm ansehen, was er gemacht hat. Nämlich Millennia. Alt Destiny. Auch ein tolles mhm. Spiel. Timo sagt, Millennium 2.2 war damals einer meiner Favoriten auf dem Amiga. Das hatte einfach Atmosphäre. Mhm. Es hat eine unglaublich gute Atmosphäre. Mhm. Ich muss sagen, dass mir der Nachfolger Deuteros nicht mehr ganz so gut gefallen hat von der Atmosphäre. Mhm. Mhm. Das, die Version habe ich, aber Millennium fehlt mir. Gibt es die eigentlich auch auf Deutsch selber oder ist sie nur auf Englisch erschienen? Ich glaube nur auf Englisch. Also nur auf Englisch. Okay, ja ziemlich sicher meinst du es nur auf Englisch? Weil Ach, ich hatte so noch keine deutsche Version gesehen. Nee, nee. Nee, okay, super. Dann ist schon mal gut zu wissen. Dann kann ich vielleicht doch mal in UK zugreifen. Und man soll sich hier nicht ablenken lassen. So leicht ist es nicht. Es ist kein schweres Spiel, aber ein sehr leichtes Spiel ist es auch nicht. Ähm, Eicher sagt, ich hatte immer eins Tank Platoon von Microprose. Ja, das war natürlich der Platz hier. Tolles Spiel. Kann man mit den anderen beiden nicht vergleichen. Nein. Ähm, Xam sagt, habe ich noch einen Akku reingemacht nach zehn Jahren im Keller und das Handy hat gebootet und mein Akku-Laden bald leer. Und meine Akku-Laden bald leer? Hat das so schnell Strom gezogen, dass die Batterien dann sofort alle waren? Ich vermute, dass ein Akku platt war, ne? Das kann der... Ich habe das noch vor kurzem auf dem Emulator gespielt und kam immer noch gut zurecht. Ja, wenn man einmal weiß, wie es geht, auf jeden Fall, ja. Das ist so ein Spiel, wenn du weißt, wie es geht, hast es ruckzuck durch. Also, mhm. da ist der Weg wirklich das Ziel. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Euro-Plattformern. <laughs> Scheint so. Oli. Rainbow Warrior. Hm. Phobia. Kann ich gar nichts dazu mhm. sagen, da bin nee. ich komplett raus. Wobei das ich hier ja auch. echt ganz nett aussieht als ab ja. Aber ja. Ja. dazu oh. kannst du doch was sagen, oder? Ja, einer meiner absoluten Lieblingsspiele, Rick Dangerous, sowohl die 64er-Version als auch die Amiga-Version sind gut. Ähm, die Amiga-Version ist noch ein bisschen komplexer und es ist Indiana Jones. Wie die ist komplexer? Das sind mehr Levels. Ah, okay, ist größer, nicht komplizierter größer. zu spielen. Oder Nein, nicht komplizierter, ah, okay. ist größer. Und das ist das erste Spiel von den Erfindern von Lara Croft. Ist das Gehen das, das hoch, erste Core-Design-Spiel? Core hm. Es ist Core-Design. Ja, aber das, das erste? Ist das so? Geh, geh, mal, gucken, geh mal gucken bei, ähm, bei ähm, Moby Games. Das wusste ich auch nicht. Ich bilde mir ein, dass es das erste Spiel war von denen. Action Fighter ist das erste gewesen. Ja, Action Fighter. Und dann 89, okay, drei Jahre später. Magic mhm. Hammer, Dynamite Deluxe, wobei die alle 89, 89 rausgekommen sind, weiß man ja nicht, ja. welches zuerst 89 war ist. Richtig, aber Wake Dangerous ist das erste Spiel scheinbar oder eins der ersten mit einer guten Wertung, ne? Über sieben. Ja. X-Match, okay, da 7,0. Ja. Also, ich ähm, habe das Spiel geliebt und das ist eins der Spiele, selber, die ich einmal im Jahr mal einschmeiße und mal spiele. Das kann ich verstehen. Solche habe ich auch, aber das gehört nicht dazu. Xam sagt, nein, ich habe das P900. Ach so, konntest du booten mit dem Strom? Also mit der Akkuladung, die noch zehn Jahre lang im Akku war. Ui. Schlecht. Das war der Hammer. Genau. Crazy Box sagt, wah. genau. <laughs> ja, die Amiga-Version haben die meisten, glaube ich, gespielt. Von dem. Die C64-Version habe ich nie gespielt. Ich habe auch nur die Amiga-Version. Aber Beides zu sind gut Beides geschaut. sind gut. Sollte eigentlich meine Handheldsammlung sammlung gehören, falls ich mich mit dem PS1-Spiel nicht täusche. Ja. Switchblade, ja. Kann ich nichts zu sagen, nie gespielt. Genauso wenig oh. wie Cybots. Nee. Ist das ein Sportspiel? Sieht so Adaption aus. Adoption des Atari-Automaten. Edel-Action in mhm. 3D. Vielleicht doch kein Sportspiel, ne? Nee. Als Thunderbirds-Fan bin ich sehr traurig über dieses Spiel. Oh. Das ist wirklich nicht gut. Ist nicht gut? Okay. Nein, ich mag Thunderbirds sehr. Also die, die Puppet-Animation, ja, ja, ja. Genau. Die Weltraumserie oder was ist das? Super International cool, Rescue im Weltraum hat das nicht so viel zu ja. tun. Okay. Aber es gab ja dann Reboots und neue Filme und mhm. so, die, die meine ich alle nicht. Sondern die Originalserie finde ich. Ganz, ganz großartig. Mhm. Aber der Film hier, also das Spiel ist leider nichts. Ich habe es mhm. dann irgendwann vor 20 Jahren oder so, als ich rausgefunden habe, dass es eins gibt, mal ausprobiert und es war eher enttäuschend. Schade. Ja. Ähm. <laughs> Dieses P900 haben Symbion. Perfekt für SimCity. Absolut richtig. Cybots, den Automat habe ich geliebt. Es ist wie ein Gauntlet in 3D. Ach so, dann ist das hier oben das die gauntlet ansicht und das ist die zwei Spieler-Ansicht oder wie? Ah, mit Rock und Ace. Okay, so macht's dann schon. Klingt es interessanter, ja? Im Spiel explodiert halt nicht viel. Ja, dann ist schon mal scheiße. 3D Pool von Firebird. Geht immer mal mein Herz auf, wenn ich sehe, für welche Computersysteme das auch rausgekommen ist. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Und mit Unterschieden. Ne? Heute ist es ja egal, ob es die Xbox, die PS5 oder die PC-Fassung ist. Es ist immer gleich. Ne? Das würde ich nicht sagen. Also wenn du die PC-Fassung ja. hast, kannst du entweder Glück haben und du hast ganz viele tolle Optionen, die du noch einstellen kannst oder das Spiel läuft einfach wie Arsch. Ja, das stimmt. Weil keiner sich mit der Portierung... Mühe gegeben hat. So, Ach, das ist doch noch ein Spiel, was du mir mal beim Weihnachtswichteln aufgedrückt hattest. Und Wid was ich mir anschließend gleich gekauft habe. Oder vorher? Ich glaube, ich hatte es mir vorher sogar gekauft. Ja. 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 Du warst nicht begeistert. Ich war begeistert. Nein. Alleine von dem Nein. Ganzen Drumherum um das Spiel. Nein. Also, es war schon. Es ist ein. Also, der Name ist wirklich Programm. Da kann man sagen, was man will. Es ist. Ja. Es ist kein gutes Spiel. Definitiv nee. kein gutes Spiel. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Für das P900 gab es, glaube ich, auch mal ein Scum Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn es PS1-Spiele äh, packt, dann klappt das. Aber, hallo! Michael, dir einen schönen Start in die Woche und ich sag jetzt einfach mal frohes Neues. Ich glaube, wir haben uns noch nicht gesprochen. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest einen entspannenden Start in die Woche. Crazyberg sagt, mit dem Schneider CPC konnte man auch immer Glück haben und einen Specky-Port be bekommen. <lacht> ja. <lacht> Bei Ports ist es so, da kann man immer mal Glück haben, das stimmt. Frosenhäus, <laughs> ja, wir haben uns noch nicht gesehen, ne? <laughs> ja, wir müssen auch noch mal zusammenblättern, ne? Nimm dir mal, <laughs> nimm dir schon mal nichts vor, wir laden dich noch mal ein. Stellvertretender Chefredakteur Heinrich Lenhardt. Und wer war der Chefredakteur? Hans-Günther Hans Bär. Hans-Günther Bär. Hm. Und wie gesagt, der Boris war schon weg. Ja. Oh, guck mal. Hier wird noch mal so hinten dran. Mhm. Ein ganz für den Amiga nachgeschoben, mit einem besonders empfehlenswert Prädikat. Ach, gegenüber der Atari ST-Version hat sich an der komplexen Hubsauber-Simulation nicht besonders viel geändert. Alle Missionen und alle Landschaften sind geblieben. Neu ist nur das beiliegende Handbuch, das komplett ins Deutsche übersetzt worden ist. Aha, auch Tastaturschablone für Amiga 1500, 200, 2000 wurden nicht vergessen. Die Grafik ein klein wenig langsamer als auf dem ST. Oh, nicht schlecht, okay. Okay. Trotzdem wird das hervorragende Vorgefüge dadurch nicht geschmälert. Der Sound, der bei der Atari-Version noch recht schlapp war, ist für die Amiga-Fassung gehörig aufgepeppt worden. Ah, okay. Sind das hier alles? Hm, nee. Sorcerer Lord? Ist das nicht auch irgendwie was? Hm, ich dachte Powerplay-Wertung 36. Vermutlich ist das nichts, was du hast. So, hier mhm. sind wir noch bei Hardware für Xam, aber er sucht ja wahrscheinlich PC-Hardware. Da haben wir bis jetzt noch wieder keine gefunden. Guck mal hier: Panzer Strike, Alexander? Mhm, von SSI, ja. Battles of Napoleon, Na, das, sind halt, Set? das sind die ganz alten Spiele von ähm, SSI. Also, da, da bin ich, glaube ich, dann auch raus. Das sind mehr so ja, Brettspiele, das, ne? Ja, grafisch auch nicht besonders schön. Nee, ähm, das stimmt. Da, da ist ein Spiel, was mich noch interessieren wird, das ist dieses Carrier Wars. Nicht zu so verwechseln mit Carrier at ja, 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 Wars. Ja, das, das habe ich. Hatte. Das Carrier Wars habe ich mal, habe ich kurz besprochen in Carriers at War. Ja. ja, das, ja. Ist, das ist von 92 oder so und sieht aus wie von, weiß ich nicht, 87 86, oder 86, ja. ja. Genau, das sieht genau. ganz schaurig aus. Aber ich werde es mir irgendwann mal holen. Und die anderen Sachen, die sind mir zu. Ja. Ja. Oh, ja. Hol dir das mal. Das wird ein interessanter Vergleich zu Carriers at War. Mhm. Weil ich. Ich nicht. Ich brauch das dann. Ja. ja. So, Crazybox, dann Robocop. box sagt: mhm. Auf Symbian S90 gab es KMWM. Auf meinem Nokia damals zockte ich 7 Max auf einem 1,5 Zoll Bildschirm. Uh. <laughs> Aber freut sich schon. Sehr schön hatte Wars verstanden, sagt Timo. ja, 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 so, so. Äh, Eicher sagt Steel Panthers von SSI, da bin ich eingestiegen. Okay, da sind noch ein paar Jahre zwischen. Genau, da ist noch einige Zeit, äh, die die <laughs> Wuppe runterfließt. Oh, das ist das, ist das? Ach nee, ich glaube die Robocop-Version. Ich glaube glaub auch vom ersten Teil für den C64, da hatte Ocean ja irgendwie den Endgegner weggelassen und das Spiel konnte man gar nicht beenden. Das habe ich mhm. mir irgendwie gemerkt, weil ich es lustig fand. Robocop hatte einen mega Kopierschutz als Dongle für den Amiga. Ernsthaft? Verrückt. Guck mal. Waterloo auf dem ST, grafisch und spielerisch identisch mit der PC-Version, ist Waterloo für den Atari ST. Der Aufbau der Grafik geht recht flott voran, etwa so schnell wie auf einem AT. Mhm. Das sind hier wirklich Portierungs. Das finde ich allerdings ehrlich gesagt ziemlich mhm. interessant. Mhm. So Versionsvergleiche, ne? Ja, was wir ja auch machen. Jetzt da ist da ein Hilfsfahr. War. Genau, was ist das hier? Das Ach, Chuck, ist, Chuck okay. ja, okay. Oh, Blades of Steel. Das war doch dieses brutale Eishockey-Spiel. Ja, das war gut. Das haben wir immer nur gespielt, weil man sich da gegenseitig auf die Nase hauen konnte. Dann wurde der Helm so, runtergerissen so. und dann konnte man sich gegenseitig verprügeln. Das haben wir... Ach so, für Nintendo. Nee, ich hatte das für ein Amiga. Ah, hier in der Nintendo-Version kann man sich immerhin auch boxen. Poseidon Wars. Ah, mit der 3D-Brille vom Sega Master System. Ja. Ui. Warum braucht man das? Die Freiheitskristallwasser-Tragödie. Muss man für die 3D-Brille eins extra haben? Wurscht, sagt Blades of Steel auf dem Gameboy Boy war geil. Auf dem Gameboy war das auch. Mhm. Was hat, 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 hat Hilfs äh, bekommen? Moment. 82 Robocop 3 hatte den Dongle, okay das sieht Stormlord, das Stormlord, ja das Stormlord ist was, was ich nicht kann, so mit Plattformen und Hüpfen und so, da bin, bin ich dann raus so Poseidon Wars ist offensichtlich auch nichts wanted. Da gibt's die Lightgun für, was es ja ganze schon interessanter macht. Aber selbst mit Lightgun ist es nichts. Hm. Oh, guck mal hier der Dungeon Explorer auf der PC Engine. Guck mal, was das grafisch für ein Unterschied ist, ne? Oh ja, ja. Also die PC, PC Engine war ihre Zeit voraus. Ja, nicht absolut, auch absolut. Also ich glaube, war die PC Engine nicht auch nur 8 Bit? Und die sieht schon fast wie ein 16-Bit-System aus irgendwie. Also ja. guck dir mal alleine die Darstellung des Feuers. Ja. Oder das, das Interface hier, das GUI, das das sieht schon toll ja. aus. Ja. 99 119 Mark, okay. Turbo Outrun. Was hatte das nochmal ah. mit zu tun? Warum sind hier so Joysticks? Also drin? Das ist ein Computerspiel und das ist ein arcade gerät Ah, deswegen, das ist eine Mark. Genau. Wobei, oh, hat die Mark auch den Adler gehabt oder war ja. das nur fünf? Ja, schon, ne? Ja. ja. Okay. Nochmal. Okay. Was, was, ja. Was, was soll mir denn dieser Screenshot sagen? Gar nichts. Außer dass der Kameramann zu spät auf viel Außen Action, spät. viel Action. Ja, der Raum war wahrscheinlich zu dunkel drumherum, dass aber die Belichtungszeit zu hoch war. Aber ist schon lustig. Guck mal, Action ohne Atem holen, schneller als jede Kamera. <laughs> ja ja. 16 Grafik und 8 Bit Sound glaube ich oder andersrum. Ah, so war das Nelson. Ja, irgendwie meine ich doch. Irgendwas war da, weiß ich nicht mehr. Was Lina auf dem Schirm, ja. <laughs> Oh, das ist jetzt die Vorschau. Mhm. Das sieht auch hübsch aus. Das sieht hübsch aus. Und hier oh, was ist in das denn? Star Command? Mhm. Ist das auch von SSI? Das sieht aus wie so ein SSI-Spiel, oder? Findest du, das sieht eher aus wie ein EA-Spiel? Was ist denn Star Command? Acht Männer und ein Raumschiff, das erinnert sich auch nach ans PSI. PSI. Aha, das sieht gar nicht uninteressant aus. Gib mal ein paar Screenshots. Das gefällt mir. Ja, gut, ist jetzt nicht viel zu sehen. Tabellen. Ja. Hm kommt bei mir auf die Liste. Ah, <laughs> daran kann ich mich erinnern. Den Screen kenne ich schon. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das gibt's doch für DOS, oder? Ja, das habe ich schon mal ausprobiert. Das ist. Ja. Ich habe es aber nur ausprobiert, also ohne Handbuch gelesen zu haben mhm. und alles drumrum. Mhm. Und ich, geht gar, geht gar nicht. Ich frage mich auch. So finde ich es erstmal ganz okay. Fände ich es nicht schlimm. Die Frage ist, wie die Story transportiert mhm. wird. Wenn die Story darüber transportiert wird, Schlag im Handbuchseite sowieso, sowieso auf. Fände mhm. ich es, glaube ich, okay. Wenn die Story hier unten in diesem schwarzen Ding hier abläuft, fände ich es, glaube ich, schlimm. Weil das ist mhm. da, passt ja nicht viel Story rein. Also, hm. Und wenn es gar keine Story gibt, sondern es halt so eine Art Elite ist fände ich es, glaube ich, oh. auch nicht so gut. Ich weiß es nicht, aber wenn du es auf der Liste hast, ist ja mhm. umso besser. Ja, genau, Vic warprob auf der Linse. <laughs> äh, man sieht nur einen blauen Blob unter ein paar Teilen Text. Das gefällt mir. Ja, da war ich auch verwirrt. Ich glaube, Alexander gefiel alleine schon das Cover hier. Richtig. Okay. Und Alf. Und Alf. Das sieht ein bisschen aus, ne? Rolf. Okay, das ist die Werbung. Kult. Kult. Und das war's. Das war's. Gut, dann gehen wir ins Verzeichnis und dann schauen wir mal, welches unsere Top 3 Spiele sind. Für alle, die jetzt noch ein bisschen neu sind, wir schauen kurz in das Inhaltsverzeichnis und überlegen uns dann, welches. Die Spiele sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Oh yeah, verbracht es gibt hätten. gar nicht so viele. Guck mal. Ja. Okay. Also ich würde hier die alle Tests ja. halt ne, mit reinnehmen. Alles klar. Ich habe meine drei. Also das ging ja schnell. Warte mal. Hm. Da muss ich erst mal gucken. Hm. Ja. Wird ein bisschen schwieriger da. Hm. Ich glaube, ich hätte meine drei auch. Und wenn ihr mögt, könnt ihr einfach, wenn ihr das gemacht habt, einfach erstens das, zweitens das, drittens das in den Chat schreiben. Dann können wir da gemeinsam noch mal kurz drüber gucken. Alexander, was ist denn bei dir auf Platz drei? Curse of the Asurbons Assurbanth. <laughs> Weil ich das Assure sehr Bons. gerne damals gespielt habe. Ich weiß noch, dass ich mir das, glaube ich, in irgendeinem Videospielverleih ausgeliehen habe und die Anleitung kopiert habe und dann über der Anleitung brütete, die ich dann so abgeheftet hatte, in so ein Schnellhefter, die Dinge aus Plastik, weißt du noch? In ja. gelb war das Ding sogar mit äh, durchsichtigem Deckel. Und äh, da kann ich mich dran erinnern und äh, dass ich da meinen Spaß hatte. Das ist bei mir die Nummer 3. Bei mir wäre es in der Tat das Gunship. Gunship. Mhm. Auf Platz 2 ist bei mir SimCity. Ist bei mir auch SimCity. Sehr schön. Und auf Platz 1 ist, hätte ich niemals gedacht, dass ich das jemals sagen würde, ein Plattformer und zwar Rick Dangerous. Bei Weil ich es wirklich so gerne gespielt habe und es wirklich jedes Jahr, ich auch nicht ich nur einmal, ich, alle, paar, mal, na, alle paar Monate spiele ich einfach eine Runde und wenn es so 5 Minuten sind. Ja, ja. ja. Bei mir ist es Millennium. 2.2. Mm -hmm. ist... mm -hmm. Schinkenpelz sagt, SimCity und Outrun wären es bei ihm. Dennis sagt, mm -hmm. erstens Curse of the Azure Bonds, zweitens Rick Dangerous, drittens SimCity. Ah. Ähm, ich muss deinen Namen nochmal gehen. Lade 41 sagt SimCity, Rick Dangerous und Blades of Steel, Crazy Box, SimCity, Rick Dangerous und Robocop. Wurscht sagt Blades of Steel, Shogun und SimCity. Freeze erstens SimCity, zweitens Blades of Steel und drittens Outrun. Sam sagt wie <laughs> Schinkenpilz, SimCity und Outrun. Und Timo sagt, Alexander braucht ein Rick Dangerous Tiger Electronics Hens Handheld Spiel. Gibt es das? Ernsthaft? Was? Gibt es das? Wobei Motorola. Auch gut, ist sag Muss ähm, ich doch mal bei Movie Games gucken. Interessant, dass, dass hier so viele sind, die auch wirklich äh, SimCity wählen würden. Ne? SimCity ist wirklich sehr, sehr gut. Mögen viele. Ja, das freut mich sehr, dass SimCity so gut bei euch im Kurs steht. Oder so. oh, sogar ein iPhone von 2009. Ja, da wurde doch auch irgendwann der Source Code aufgemacht. Also, keine Ahnung, ob das das ist. Ich vermute ist. mal, dass es nicht mehr geht, weil das ist wahrscheinlich noch vor der. Ja, 32-64-Bit-Umstellung, 64 ne? ja. Vermute ich ja, ja. Ja, ja, es gibt ja. bestimmt einen Port von, wie hieß es, Metropolis oder so. Dem, also, kann man bestimmt spielen. Mhm. Wenn jetzt mit dem nächsten iPhone Update Zeitloading kommt, denke ich, geht das. Mein Top-Spiel ist Millennium 2.2, sagt Timo. Also sehr gut. Ich, ich mag das auch sehr. Ja, Alexander. War eine schöne Ausgabe. War mal nicht so lang ja, heute. Ich, ich muss auch geschehen, ich ja. habe die Nacht nicht gut geschlafen. Ich habe die ganze Nächte irgendwie schon nicht gut geschlafen. Bin ganz schön müde. Ja. Von daher bin ich froh, dass wir heute mal ein bisschen früher Feierabend gemacht haben. Ja, finde ich genauso. Ich hoffe, Aber ich glaube, es war für alle was dabei, oder? Ich glaube auch, dass es wirklich für alle was dabei war. Wir haben sogar Spiele für Erwachsene, ne? Von MicroStyle. Was, MicroStyle? Ich glaube, mhm. MicroStyle hießen die. Ne? Microstatus. MicroStatus, genau. Micro-Status, ja, und da nur mit Oldtimer und Pfeife und Filmfrisur. Also bitteschön. Ja. <laughs> ja ich vergeht's nicht. Ich fand's auch gut, dass wir mal wieder eine ältere Ausgabe genommen haben. Ähm, ich denke, wir wechseln jetzt öfter mal wieder ein bisschen durch. Nächstes Mal vielleicht eine neue. Müssen wir mal gucken. Alexander, bleibt noch irgendwas zu sagen? Irgendwas, was ich vergessen habe, zu erwähnen? Nee, nur dass wir uns auf euch freuen. Entweder am Freitag, ja immer, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Richtig. Oder beim nächsten Plätterabend. Nächste Woche wieder um 20 Uhr auf Twitch. Richtig. Dann bleibt uns nur noch euch zu sagen, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt vernünftig und uns gewogen. Freut mich, dass ihr alle dabei wart. Wir werden jetzt noch den taktik Taktikfuchs raiden. Der spielt nämlich noch ein bisschen Wartails weiter. Oh, und, und damit das hast du jetzt nicht sagen dürfen. Und, und, damit nicht Bett. und damit ihr mal gesehen habt, äh, wovon Alexander schwärmt, gehen wir da gleich mal ein bisschen rüber. Cool, danke Selma. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sag auch noch Tschüss, wir brauchen noch vier Sekunden, Alexander. Drei, zwei, eins, Eine tschüss. tschüss <lacht> Ciao. <lacht> Und.